Oh. Die Umgebungsgeräusche sind bei mir richtig laut. Sind die so laut? Dann musst du hier ein bisschen besser? Ja. Ja. Oder wir können es auch noch hier ein bisschen. So? Das ist zu leise. Wir haben es gleich mit der Technik. Perfekt. So, erstmal herzlich willkommen hier zum Mittwochsdoppel. Ja, endlich wieder Mittwoch. Endlich Bergfest. Endlich nach langer Abwesenheit im Kicks wieder Landgang Alsterwasser trinken. Ist einfach ein Traum. Ja, und man muss sagen, wir haben eine kleine Premiere hier an Tisch Nummer 1 jetzt. Das hat es nämlich so, glaube ich, noch nicht gegeben. 3 SpielerInnen aus einer Familie an Tisch 1. Wahrscheinlich gab es schon mal die Wohlgemuts. Da gab es auch schon mal 4. Genau, ich gerade meine, dass Jens und Nico gegen Julia und ihren Großvater gespielt haben oder so. Onkel ist das, okay. Aber der eine sagt so, man weiß es nicht. Aber jetzt haben wir 3 Pormanns und 1 Buchmann. Genau, so sieht's aus. Alle Pormanns heute hier in Hamburg versammelt. Ja. 2 wohnen ja jetzt mittlerweile schon fest in Hamburg. Vielleicht ja, zieht es den dritten auch noch hier hin. Ne? Könnte sein, Till. Scheinbar zu Besuch. Mal gucken. Ja, ist auf jeden Fall ein Doppel, was das Mido heute gewinnen kann. Ich bin super gespannt. Ich habe mich gesehen, der Till, mit dem Maurer heute zusammenspielt, also das Doppel auf der rechten Seite, der hat nämlich auch die Relegation gespielt für die dritte Herren-Bundesliga. Ich glaube, die haben es halt auch geschafft. Und es war sehr, sehr spannend zu sehen. Also man hat es ja immer nur in der App gesehen, im Livescore und so, aber die haben sich da gut durchgesetzt und ich habe den auch schon auf dem einen oder anderen Turnier mal gesehen und jo. Macht die Sache ganz gut. Der macht das sehr gut. Ja. Ja, moin. Max, du heute mal von Anfang an mit dabei. Hast du einen halben Tag frei oder was? Ja. Eher Schluss gemacht oder so. Also, ich muss jetzt sagen, das Bild sieht jetzt ganz gut aus. Na? Also, jetzt bin ich echt ganz, ganz happy damit. Da hat sich das doch ein bisschen gelohnt, dass wir hier noch rumgefeilscht haben. So, schon 24 Leute, die uns zugucken. Sehr schön. Ja, ich kann vielleicht noch mal was Kleines sagen. Oder wir können noch mal was Kleines sagen. Machen wir doch mal das an. Das spricht ja schon quasi für sich. Steht, genau, das Datum steht mit dabei. 22. und 23. April. So ziemlich genau einen Monat nach der Bundesliga. Am gleichen Ort. Willandtorstadion. Ein richtig, richtig geiles Turnier im Norden. Genau, so sieht's aus. Und im letzten Jahr hatten wir ja Premiere mit dem ITSF Masters, was wir hier gespielt haben. Und ja, es sind auch in diesem Jahr wieder 240 Startplätze und mindestens 60 Leonard-Tische hier in Hamburg. Und es wird ein ganz fettes Event und ein ziemlich geiles Turnier wieder. Das hat sich, glaube ich, auch schon rumgesprochen, wie geil es letztes Mal war, weil ich habe heute gelesen, 140 Plätze sind schon weg. So sieht's aus. Also schnell sein. Genau. Und wir haben, glaube ich, auch ein Command, das ist Ausrufezeichen Masters. Da kommt ihr nämlich dann auch in die in den Link zur direkten Anmeldung. Das ist ziemlich ganz cool. Da haben die sich vom FC St. Pauli Tischfußball nämlich so ein schönes Adforms gebastelt. Und da könnt ihr euch direkt mit Partner, Partnerin anmelden für das Turnier und für die verschiedenen Kategorien. Und ich würde mal sagen, wer auf Nummer sicher gehen will, der sollte schnell das sein. Tun. Ne? Genau jetzt. So sieht's Obwohl, aus. Obwohl, vielleicht verpasst man dann das Spiel der Pormanns, das Familienduell an Tisch 1. Aber mal schauen, da gibt es direkt fast das kleine Passei, aber Maurer ist doch trotzdem da. Ich habe das irgendwie schon drin gesehen. Das ist immer so. Man sieht den Ball ja aus unserer Perspektive dann irgendwann nicht mehr. Aber...
Ich bin ja ganz gespannt, was, wie gut sie sich jetzt auch alle so gegenseitig kennen. Weil ich weiß gar nicht, also Maura und Maura und Lars, die spielen ja nicht jetzt so oft hier irgendwie mal ein Doppel zusammen, habe ich glaube ich. Ich glaube, das haben die schon einmal gemacht, ja. Aber noch nicht so regelmäßig. Genau, insofern finde ich das ganz spannend. Macht Maura da jetzt gerade eine Zierauflage? Das sah fast so aus, ja. Aber. Ja, ich habe ja gesehen, Maura hat am Wochenende sowohl vorne als auch in der Box gespielt beim Players in Darmstadt. Im Mixed, wie immer, extrem erfolgreich. An der Seite von Thomas Haas Zweite geworden. Genau. Und im offenen Doppel hat sie auch mit Thomas Haas gespielt. In der Box. Und im Damendoppel hat sie vorne gespielt. Ja, also Maura super vielseitig, hält sich alle Positionen offen sozusagen. Ja. Sie hat ja selbst gesagt, sie macht so ein Ausprobierjahr und deswegen will sie ein bisschen mehr vorne spielen, aktuell auch. Und vielleicht irgendwann auch wirklich Stürmerin werden. Wenn sie groß ist. Wenn sie groß ist. Also sie macht das ja schon sehr, 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 sehr gut. Ja. Aber hinten ist natürlich aktuell noch ihre stärkere Position, würde ich sagen. Ja, und ich freue mich mega auf die zweiten Kicks Open in diesem Jahr. Da ist Maura nämlich angemeldet. Mit und Cornelius. Ja, genau. Ich freue mich auch richtig drauf, dass die beiden mal wieder ein Turnier zusammenspielen. Ja, das wird richtig cool. Das ist ja so ein Urstein nicht, aber die beiden haben schon extrem viele Mittwochs-Doppels zusammengespielt, extrem viele Kicks Open zusammen. Das ist schon ganz geil. Ich glaube, mehr als einen deutschen Meisterschaftstitel im Mixed geholt. Bei Players auch mal auf einer deutschen Meisterschaft im Finale gewesen und da denkbar knapp verloren. Also das ist schon ein Doppel, was man feiern kann. Also ich tue es auf jeden Fall. So, das scheint hier ein langes Spiel auch zu werden, ne? Ja. Ich bin gespannt. Ja, AKK ist natürlich auch wie immer vertreten. Ich glaube, Freddy ist vom AKK. Ja. Und ich glaube, der war drin. Okay. War er nicht? Okay. Ich dachte, der wäre oben im Tor gewesen. Ja. Schick hat er. Auf jeden Fall. Jetzt hat er sich auch mal ein bisschen Zeit gelassen, ne? Vorher war so ein bisschen mehr Dynamik hier im Spiel. Ja, der Freddy, muss ich sagen, der kommt ja super regelmäßig jetzt seit Monaten hier zum Training auch immer. Und der hat sich echt so ein bisschen durchs Mittwochsdoppel gebissen hier, ne? Und ja, wird richtig jetzt, sucht sich jetzt langsam auch so, sag ich mal, festere Partner, versucht sich da jetzt auch so ein bisschen mehr zu etablieren. Ich finde es richtig gut. Hat sich echt gut entwickelt, finde ich. Und Lars da gerade ganz frech. Ja. Einfach mal den Pin abgerissen. Aber Lars ist auch so eine Wundertüte, ne? Oder? Der kann schon Der kann schon viel. Manchmal macht er dann auch zu viel, anstatt sich auf das zu besinnen, was er gut kann. Oh, schick. Oh. Aber, ja. Die Fans, ich weiß nicht, ob man das gerade gehört hat, sind auf jeden Fall auf Lars' Seite. Da wurde schon angefeuert. Und Maura, kein Pin, sondern Schieber. Gucken, was gut, die da. Wenn sie im Ausprobier, ja, ist für mich das ja, ganz geil genau, eigentlich. Dann kann man auch Schieber spielen. Ja, es ist ja auch immer so ein bisschen so, man hat ja eigentlich so viele verschiedene Möglichkeiten, was zu spielen. Und also viele bleiben ja bei ihrem System. Du spielst Zier hinten raus, du spielst ja, glaube ich, vorne auch Zier, also konsequent auf allen Standern eigentlich. Jo. Und man hat ja eigentlich so viele Möglichkeiten. Zum Beispiel Markus Fleck früher vor Corona eindeutig Pinschütze. Ja, und jetzt. Ne, also eigentlich ganz geil. Ja. Wer weiß, vielleicht kommt der Switch bei mir ja irgendwann auch noch. Auf den Pin? Oder auf den Jet? Auf den Jet natürlich. Den Weg, den alle irgendwann gehen. Früher oder später gehe ich dann auch noch. Nur die erfolgreichen Spieler. Ja, genau. Ne? Auch nochmal einmal Erfolg haben, einmal Jet spielen. Mhm.
Oh, schön. Wollen wir mal gleich auch mal gucken, wer heute so da ist und wie viele sind wir heute überhaupt. Genau, das ist ja ganz spannend. Ach, 47. 47. Unter 50 gab es lange nicht, glaube ich. Aber das ist... immer noch ganz ordentlich dafür, dass jetzt... Ja. Sind Ferien in Hamburg seit... Nee, sind Ferien? Ab nächster Woche, glaube ich, sind Ferien, oder? Stimmt, genau. Diese Woche ist noch Liga-Woche und dann haben wir 2 Wochen Pause. Ich weiß gar nicht, ab wann in Hamburg Ferien so offiziell sind. Da bin ich raus. Da bist du raus. Über den Schulferien. Noch. Noch 6 Jahre. Noch 6 Jahre oder so. Dann. Genau. Ja, wenn ihr Fragen habt oder so, ne, der Chat... Haut da gerne Fragen raus, wenn ihr vielleicht auch neu dabei seid und vielleicht auch nochmal wissen möchtet, wo ihr hier gelandet seid und vielleicht was zum Modus oder so. Also fragt hier immer gerne. Arne und ich, wir versuchen hier heute ein bisschen für euch da zu sein. Also Arne wahrscheinlich sehr viel länger als ich. Ja. Wenn ich zwischendurch mal aufstehe und dich rauslasse, das sehen wir dann noch. auch schön. Vielleicht können wir ja mal was zu dem sagen, was da unten rechts in der Ecke die ganze Zeit durchläuft. Oh ja, genau. Und zwar, die Landgangbrauerei ist ja unser Sponsor hier von dem Mittwochsdoppel. Genau, und es ist eine große Liebe hier auch zum Schwanensee entstanden. Nee, also Landgangbrauerei, eine Mikrobrauerei in Altona. Genau. Im Bärenweg, genau. Und genau, wie im letzten Jahr werden wir auch dieses Jahr einen Landgang-Cup machen und alle GewinnerInnen vom Mittwochsdoppel, die qualifizieren sich automatisch dafür. Wir werden aber auch wieder ein zweites Feld für jeder Mann und jeder Frau anbieten. Und das Ganze findet am 9.7. statt, und zwar in der Landgangbrauerei, in dem schönen Außenbereich. Genau. Bis zu 8 Kickertischen. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, 8. Okay. Ich glaube, wir hatten 8. Gucken, wie viele verschiedene Siegerdoppel es dieses Jahr gibt. Wenn man vielleicht mehr... Oh, schick. Becken als Abroller. Ja. Auch nicht so oft gesehen. Auf jeden Fall, finde ich, hat der Till viele Möglichkeiten, die er da schon gezeigt hat heute. Ja. Uiuiui. Also der Spaß kommt hier an Tisch Nummer 1 auf jeden Fall nicht zu kurz. Ja. Finde ich gut. Ich habe mich gerade so gefragt, ob die wohl auch einen Kicker dann zu Hause haben, wenn es so Family-Feiern gibt oder so, ob das dann am Kickertisch ausgekickert wird, wer so abwaschen muss oder so. Ich glaube, das bleibt immer an Lars hängen. Er ist da, glaube ich, der Jüngste und der wird da untergebuttert. Wurde mir so zugetragen. Der, okay, der hat keine Entscheidungsbefugnis. Okay. Na gut. Ja, das ist hier jetzt schon vielleicht... Ah ne, steht 5-5, ne? Genau. Ja, wir spielen Einsatz bis 7 oder 6-6 unentschieden in der Vorrunde. 4 Vorrunden werden gespielt. Oh, guck mal, übrigens, das sind die neuen Bundesliga-Trikots von der Maschinerie, was Finn da schon ausführt. Finn mit einem ganz leicht dezenten Hinweis aufs Kicks. Okay, was steht vorne noch drauf? Sepion und genau. Mal gucken. Maurez, Matchball auf der 2. Probiert sie den Schuss zum WM-Titel, glaube ich. So nach rüber getappt und dann Kurbler. Auch schick, ja. Boah. Uiuiui, schöne Bande auch da. Ja. Ist ja unglaublich schwierig zu spielen auf dem Leo, finde ich, aus dem Lauf, ne? Also schon ein sehr anspruchsvoller Schuss. Ja. Vielleicht von Maurer gelernt beim Training. Maurer ist ja manchmal auch mittwochs da und gibt das Training. So sieht's aus. Und? Lässt sich viel Zeit. Ja, und nimmt das Timeout. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, cool.
Das ist aber auch eine Losung, ne? Also, das muss man erstmal. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass die aufeinandertreffen, war ja schon sehr gering eigentlich und trotzdem passiert's. Vielleicht hat Rico immer wieder neu ausgelost, bis es passiert ist. Nein, natürlich nicht. Hier geht alles mit rechten Dingen. Natürlich. Ja, Lynn, moin, moin und schöne Grüße schon nach Köln oder bist du erst morgen in Köln? Und schöne Dreiviertel. Und da ist das unentschieden, ne? Nee, morgen. Okay. Alles klar. Ja, ich habe nämlich Lynn hat schon angekündigt, dass sie morgen in der Kölner Kickerfabrik das Dodo spielt. Ne? Ja. Ja. Also da gibt's ja, glaube ich, auch immer ein Siegerfoto. Mhm. Kein Druck, Lynn, ne? Aber da musst du Hamburg schon würdig vertreten. Würdig vertreten. Wenn man, spielst du dann mit Thomas oder was? Könnte sein. Oder mit Pia? Nee, Pia wohnt ja gar nicht in Köln, ne? Oder? Ich weiß gar nicht so genau. Es bleibt spannend, auf jeden Fall. Ich hab's irgendwo gelesen. Ja, sie spielt mit Thomas, ja. Genau. No pressure, Lynn. Ja, aber mit Thomas bin ich da ganz guter Dinge. Wenn Lynn vorne spielt, dann sollte das eigentlich, da sollte nichts anbrennen. Aber wen kriegen wir denn jetzt auf Tisch 1? Finn und Mattes gegen Feras und Yoshi. Spielt Yoshi heute vorne oder in Yoshi der Box? Yoshi spielt vorne. Ja? Ja. Ist vielleicht schon ein bisschen demoralisiert, aber... Wieso? Weil ihr heute ein bisschen trainiert habt. Weil wir ein bisschen trainiert haben. Okay, aber habt ihr ernst gespielt oder... Solange es ging, konzentrationsmäßig, haben wir ernst gespielt. Okay. Und dann entglitt uns das und es war nur noch so ein Rums, 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 aber ja. Ah, guck mal, da können wir mal hier wieder in Vollbild, das sind doch schöne Trikots. Findest du? Ja, auf jeden Fall. Wer hat die designt? Weißt Martin du, macht Martin. Das immer. Genau, das, da ist Martin im Team für hauptzuständig sozusagen. Ja, so sieht's aus. Ich bin gespannt. Ganz dezent. Immer mit dem kleinen Glitzer auf. Magst du einmal von vorne zeigen? Von vorne, ja. Warte, da machen wir mal die an sich. Okay. Ne? Der Mattes. Ja, gestern ja hier auch ein spannendes Ligaspiel gehabt gegen die Lotterie. Das war lange immer gleich auf und am Ende hat sich aber die Lotterie dann durchgesetzt. Gestern gegen die Maschinen. Ein wichtiges Spiel, wenn also die Lotterie kann ja vielleicht. Die Gargettos sind noch. Ja, genau, sind Tabellenführer. Ja. Die Lotterie hat schon zweimal verloren. Ja. Aber vielleicht geht da ja noch was in Richtung Meisterschaft. Ja. Für die Maschine dann jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Die haben dann jetzt schon drei Niederlagen oder so. Ja, die haben so ein paar Spiele verbummelt, würde ich mal so sagen. Oh. Aber gut, Hamburger Liga hat es immer in sich, ne? Da kann alles passieren. Max ist ja auch gerade nicht da bei der Lotterie, also eigentlich gestern wär was drin gewesen. So, Yoshi und Feras lassen hier auf sich warten. Das aber nicht so gern gesehen. Nee, jetzt hoppelt Rico hier auch schon nach vorne. Gucken wir mal, ob er sich auf die Suche macht. Ja, ansonsten wollten wir durch die Anmeldung gehen von heute. Ne? Wir haben so ein paar Kracher-Doppel da ja schon drin. Ne? Haben wir. Wir haben Adrian und Björn, Titelverteidiger, letzte Woche zusammen gewonnen. Oh, das war auch wirklich spannend. Ne? Das war wirklich spannend. Sören und Rafa haben da ein geiles Spiel gemacht. Ja, Finn und Mattes sind natürlich auch mit Favoriten auf jeden Fall. Celine und Bock, auch ein richtig geiles Doppel. Ja. Bin ich gespannt. Tobi Müller und Remi auch. Tobi Müller. Gucken, ob Tobi dann den Switch vom Ulrich auf den Leo so direkt hinbekommt. Stimmt. Hat ein extrem erfolgreiches Wochenende gespielt. Ja, erzähl. Er ist Vierter im offenen Doppel geworden. Oh, okay, nicht schlecht. Unter anderem Frank Brauns und Jerry Müller geschlagen und Alter. Ein paar andere absolute Kracher-Doppel nach Hause geschickt an der Seite von seinem Partner.
Kannst du noch mal ganz kurz auf Stream Elements in die Einstellung gehen? Irgendwie läuft das mit dem Maß das jetzt extrem oft durch. Einmal da. Und kannst du einmal hier raufgehen? Genau, und das auf 25 setzen, beide. Und den oberen auch. Ja, genau, super, danke. Es sollen ja nicht nur Infos zum Master hier für euch erscheinen. Genau. Ich finde es ja fast ein bisschen schade, dass das Master dieses Mal so im Rahmen vom SKC stattfindet und man nicht mit Aufbauen helfen kann. Ich hätte so gern geholfen. Ja, ich glaube genau, das ist aber auch tatsächlich der Grund, warum. Warum das so ist, okay. Weil du helfen wolltest, nein. Also es ist ja schon immer Manpower und Womenpower irgendwie gefragt, um zum einen die Tische natürlich auch nach Hamburg zu bringen. Es sind ja nicht immer so viele Tische in Hamburg, auch wenn wir jetzt zwar ein Lager haben, aber das leert sich ja auch langsam so ein bisschen. Also es muss wieder ein bisschen aufgestockt werden. Und es ist natürlich auch für Leo und für den Ausrichter ganz gut, wenn man das dann in einem Rutsch machen kann. Ich finde es persönlich auch ein bisschen schade. Ich werde beide Veranstaltungen wahrscheinlich eher nur so kurz mal besuchen können. Aber ja, es ist natürlich irgendwie dieser Aufbauaufwand ist natürlich dann nur einmal gegeben. Ne? Ich weiß aber auch gar nicht so ganz genau, der SKC ist ja manchmal auch dann doch durchaus länger im Gange, bis morgens so. Also das wenn schon alle raus sind, wenn die Leute kommen, um sich einzuspielen. Ja. So, hier geht's jetzt los an Tisch Nummer 1. Ja, auf der linken Seite, da sind Yoshi und Ferras. Ferras kennen wahrscheinlich gar nicht so viele, spielt aber auch schon richtig lang. Jo. Ich kenne den, der kann auch vorne und hinten gut spielen, ne? Weiß gar nicht, hat der ein Liga-Team eigentlich in der Hamburger Liga? Boah, da fragst du mich was. Ich vermute ja, aber ich kann es dir so auf Anhieb nicht sagen. Ja. Ja, und auf der rechten Seite zwei Maschinen, Mathis Birk und Finn Meyer, beides in der Bundesliga. In der ersten Bundesliga für die Maschinerie gemeldet. Hier in der Hamburger Liga spielt Mathis bei der Maschinerie und Finn bei den Gadgettos. Aber spielen sich jetzt wahrscheinlich auch gerade für die Bundesliga zusammen ein. Auf Finn jeden und Mathis. Ja. Ich bin auch gespannt. In zwei Wochen bei dem Mittwochsdoppel. Das ist ja sozusagen das Mittwochsdoppel, was dann vor der Bundesliga stattfinden wird. Ob da schon die ein oder anderen Doppel vielleicht auch aus ganz Deutschland vielleicht hier sind. Hier schon mal, ja. Ah, danke schön. Hat bei den Shootings zuletzt gespielt. Okay, okay. Heißt das dann, dass dann das NoPro ausfällt vor der Bundesliga, oder? Oh, weil wir sind, Rico und ich sind so am Hin und Her überlegen. Es ist echt, also es ist egal, was du machst es halt keinem richtig hundertprozentig recht. Aber wir haben auch nur 18 Tische hier immer im Kicks verfügbar. Das reicht in der Regel auch, aber für solche Abende, weil es ist natürlich nicht geplant, am Freitag vor der Bundesliga dann im Beisal natürlich, da wird aufgebaut, da wird nichts angeboten. Ja. Und wie es aber also ist, wie es ja jeder kennt von Bundesligen oder irgendwelchen großen Turnieren, es wollen natürlich alle an die Tische. Also Freitag wird es hier voll und Rico und ich, wir haben eigentlich gesagt, wir machen das NoPro, aber wahrscheinlich für alle offen. Okay. Also verschreckt die ganzen Einsteiger im Kickerbereich nicht. Die wollen auch nur kickern. Aber ja, es haben alle die Möglichkeit, hier mitzuspielen. Wenn das bedeutet, dass über 100 Doppel da sind, kann es natürlich sein, dass wir nicht so viel Vorrunden spielen. Oh. Aber wir haben gesagt, jeder, der ins Kicks kommen will, der ist hier willkommen. Mal gucken, wie viel vorbeischauen. Okay, wenn alle vorbeikommen, wird es voll. Mhm. Oder auch nur die Hälfte. Ja, hier, jetzt finde ich relativ eindeutig hier 3-1 schon. Hat Yoshi ganz gut geschossen wahrscheinlich bisher. Ja. Bin jetzt gerade am Überlegen, aber Ferras wird da nicht Bundesliga spielen, oder? Nee. Okay, bei der Überbande. Schicker Pass hier von Finn. Und schön gefahren von Ferras. Ja, ich bin ja großer Fan von Mathis, dass er ja wirklich konstant bei diesem Zieher geblieben ist.
Und ich habe auch gestern wieder gedacht, als ich hier das Spiel gesehen habe, der ist schon echt zornig, ne? Ja. Also. Ja, Ferres. Macht er gut? Fährt er ganz gut. Ja. Der sehr gut. Ekliges Bild, was er da zeigt. Oh, mit wem spiele ich das nächste Mido? Das spiele ich am 15.03. mit Benjamin Kraus. Auch nicht schlecht. Abschlussvorbereitung vor der Bundesliga. So, ich habe jetzt 3 oder 4 in Folge gehalten. Ja. Am 8. Das ist nächste Woche Mittwoch. Nächste Woche Mittwoch bin ich nicht hier im Stream leider, sondern treffe mich mit meiner Mannschaft und trainiere für die Bundesliga. Ich hoffe, ganz geheim. Mir kann das verziehen werden. Boah, schick. Ja. Und wenn ich jetzt noch wüsste, wer hinter diesem Nickname steckt, ne, dann wäre ich glücklich. Ja, das ist manchmal recht spannend. Ich habe letzte Woche aber auch ein Nickname geknackt. Oh, ah, Ferres fährt da echt gut. Eigentlich ist es so eine Defense, da kann Mattes normalerweise locker um die 2 rumschießen, wenn er die 2 auf lang fährt, aber... Ich weiß, wer es ist. Okay, dann weiß ich es auch. Er ist ungefähr aktuell... Er ist noch 3 im Minus. Oh Gott, das war ja unhaltbar. Unhaltbares Tempo. Ja. Also was beim Mattes manchmal noch fehlt, auf der Dreierreihe, finde ich, ist dieser reingewischte. Weißt du, dieser ganz langsame... Hier den Rico auch den Rico gerne ganz, macht. Ganz gerne macht, ja. Ja, das macht ja die Torwerte verrückt, ne? Also, weil du dann ja gar nicht mehr weißt, was, welches Tempo du da auch... Also, da muss das Timing natürlich auch richtig stimmig für sein. Ja. Das vielleicht generell, wenn dann eine Schwäche der 3, also der Gerade ist sehr, 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 sehr gut und der Lange auch. Und alles dazwischen... ist gut, aber noch nicht so gut wie der Rest. Also sagt er ja auch selber. Ja. Aber was ich bei Mattes immer so geil finde, der hat halt richtig Bock, ne? Also der hat halt auch richtig Spaß und noch beim Kickern und so. Also ja. Man probiert auch immer weiter aus und sagt ja auch selber, er braucht diese spielerischen Elemente des Sports. Und das finde ich immer sehr sympathisch. Ja. Die werde ich Samstag auch ausleben. Oh, bist du Samstag dabei? Ich bin Samstag dabei. Habt ihr gesehen, wer im Halbfinale war am Samstag? Ja. Wart ihr nicht sogar im Finale? Ja, im Finale waren wir sogar. Stimmt, wir haben sogar bis ins Finale gespielt, Rico und ich. Aber im ganz starken Feld. Und es hat mir sehr viel Spaß gebracht. Also vielleicht spiele ich Samstag auch wieder mit. Okay. Mal gucken, ob wir dann ein Foto endlich bekommen. Oder ob Finn den Hattrick macht. Ja. Scheinbar braucht Finn ein neues Shirt. Ich glaube auch, ne? Wer es nicht weiß, wenn man 5-mal gewinnt, dann bekommt man ein T-Shirt. Genau. Und das Ganze findet ihr hier auch nochmal. Genau. Pulle, Pin und Pullshot. Das ist unser neues Turnierangebot für Samstag. Für jeder Frau und jeder Mann. Kein Material, kein Jet. Viel Fairplay, viel Spaß. Trickshots werden im Finale gekürt. Gerated, okay. Genau. Also, wir wollen einfach so ein bisschen den Spaß am Kickern wieder zurückbringen und einfach so ein bisschen hier eine lockere Atmosphäre schaffen und sozusagen so ein bisschen dieses No-Pro für jeder Mann und jeder Frau anbieten auf dem Samstag. Mal gucken, wie sich das so in den nächsten Monaten entwickelt. Auf jeden Fall erstmal ein festes Samstags-Doppelturnier. Format. Mit wem spielst du denn am Samstag? Oh, dem einzig denkbar möglichen Partner in diesem Format. Ich spiele mit Viktor. Alles klar, okay. Mit, gegen, je nachdem. Okay, sehr schön.
Ja, Max, jeder hat ja so seinen Spaß, ne? Bei Mittwochsdoppel haben ja auch ganz viele Spaß und eben ganz viele nicht. Ja. Und so ist ja für jeder Mann, jeder Frau so ein bisschen was geboten. Also ich finde das ja schon ganz geil, so drei feste Turnierformate jetzt zu haben. Schauen wir mal. Gibt's auch K.O. Kuba? Weil da hat Max manchmal auch Spaß, glaube ich. Da hat Max manchmal auch ganz viel. K.O. Kuba gibt's Samstags natürlich auch. Okay. Also. Ja. Einfach nur Pulle und Go, Max, ne? Vielleicht machen wir nochmal so ein K.O.-Kuba-Turnier oder so. Das ist ja beim im spanischen Verband beim Tulek-Turnier, da gehört es ja mit dazu. Diese Tulek-Tische haben ja auch so große Aussparungen. Das Getränkehalter direkt diese okay. Halb-Liter-Pötte mit Whisky-Cola irgendwie reinkommt. Da war ich im Muss ja sehr geflasht von, auf jeden Fall. Boah, Ferras macht da echt gute Sachen. Richtig schöner Backpin und kann den gerade noch so rausfahren. Und jetzt sollte Yoshi einfach mal reinschießen, finde ich. Ja, gegen Finn auch nicht so einfach. Nee, gegen World Series-Sieger schießt man nicht einfach so reinfahren. Oh. Ah, dann nimmt er das Timeout. Mal schauen. Yoshi denkt nach. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt kommt. Ferras kommt auch aus Hamburg. Ja. Macht Finn gut, ne? Ja. Fährt immer wieder auf den kurzen. Ah, gute Lücke. Schick. Alter, war der schräg? Nee. Ja, also er war nicht lang rechtwinklig, sondern so leicht gesprayt, aber auf jeden Fall rum um die 2. Mutige Verteidigung, finde ich, gegen Yoshi. Ja. Wenn Josh jetzt so richtig im Rollen wäre, hätte er da wahrscheinlich auf 1 die offene Lücke genommen. Gibt's in der Vorrunde auch Vorhersagen? Ja, irgendwie letzte Woche hat das nicht so richtig in der Vorrunde noch recht verhalten gesetzt, so, ne? Glaube ich. Ja, oder? Ich glaube, wir haben auch. Ich habe ja mitgespielt oder? Und da haben wir nicht so oft welche eingestellt, kann ja. Das sein? Ja, wir können gleich mal gucken, ob wir. Für ein machen fürs nächste ja. Spiel. Aber wir sind ja auch schon das gute Gefühl. Aber letzte Woche im Finale wurde richtig nochmal rausgehauen. Ja, da waren ordentlich Punkte drin. Ja. Das war sehr cool. Und Yoshi jetzt mit der Chance zum Unentschieden. Hat noch ein Timeout. Nimmt das jetzt, glaube ich, auch, oder? War das der angezupfte links oder war das der normale links? Ja, Alter. Da gibt es nochmal den Links. Und Yoshi, glaube ich, geht noch weiter. Aber nein, das war schon das Unentschieden. Sehr schön. Ja, schon wieder ein Unentschieden hier. Richtig schönes Spiel. Kompliment vor allen Dingen an Ferras. So, der hat ja gut mitgehalten. Ja, ne? Nominell so der schlechteste oder schwächste Spieler. So von der Erfahrung und so. Aber fiel kein bisschen auf. Hat sehr, 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 sehr gut gespielt. Und jetzt. Auch ein spannendes Spiel. Jetzt kommt Abdullah und Rem gegen Kai Eggerstedt und Olli Weihrauch. Bin ich gespannt. Wahrscheinlich ja. Kickert Kai länger als Abdullah und Rem zusammen allen. Ja. Stimmt. Auf jeden Fall ist die Jugend wohl erzogen, schon am Tisch. Ja. Und es zeichnet sich da wirklich ein kleines Muster ab.
war vor 2 Wochen oder so auch schon so. Da hat Olli ja mit Finn gespielt. Und die beiden waren immer als Letzter am Tisch. Und jetzt fehlt Olli auch schon wieder. Ja gut, der Aufruf war jetzt der Aufruf war erst vor einer Minute. Na, okay. Sind wir mal nicht so. Sind wir mal nicht so. Wir geben ihm noch eine Minute. Eine Minute geben wir ihm noch. Sonst rufe ich ihn an. Ja, also meinetwegen können wir sonst jetzt die Zeit nutzen und eine Vorhersage einstellen. Ja, das ist eine gute Idee. Rico macht sich auf die Suche. Ah ja, stimmt, man darf dieses Unentschieden nicht vergessen, ja. Ne? Oh, wen haben wir denn schön, da? Kann ich mal diese Einstellung nochmal wählen. Da kann man viel zu selten machen, weil dann leider doch oft welche an der, auf der Tribüne im Weg sitzen. Aber kann man hier nochmal so die Doppel richtig einfangen? Und er redet lieber immer noch weiter, statt an Tisch Nummer 1 zu gehen. Ganz wichtig. So. Ja, Max, das kenne ich auch noch bei der WS oder so, bei meiner ersten WS. Ey, ich weiß gar nicht, ich war so geschockt von diesen überquellenden Aschenbechern draußen. Das war echt sehr, sehr bezeichnend für die Kicker-Elite, die alle immer draußen standen mit der Fluppe. Wow. Hat ein bisschen abgenommen. Brose hätte da bestimmt das ein oder andere zu sagen. Zu was? Zu aufrufen oder was? Ach so. Ach so. Ja, das stimmt. Okay. Ah, habe ich schon wieder vergessen. Manche Sachen muss man einfach schnell löschen, weil sie so passiert sind. Nein. So, haben wir schon eine Vorhersage drin? Ja. Ja, wir haben eine Vorhersage drin. Und wie sieht's aus mit dem Punkt hier? Ne? Ja, ganz anders hat aus. Jemand also, da einen hat jemand Punkt? 5000. 5000 ist schon ordentlich auf Rem und Abdullah gesetzt. Finde ich auch einen mutigen Tipp. Also nicht einen mutigen Tipp, aber Abdullah ist ja auch eher Stürmer. Ich weiß jetzt nicht, wie gut er im Tor spielen kann. Bin ich gespannt. Ah, sonst, ja. Ich glaube, die beiden können durchaus halt sonst auch mal wechseln. Aber beide sind eigentlich eher Stürmer, Rem und Abdullah. Aber Rem hat sich ja auch bei dem letzten Kicks Open zusammen mit Pascal, glaube ich, qualifiziert. Fürs Final Four. Fürs erste Qualifier. Das erste Qualifier. Fürs Final Four Finale. Wann ist das eigentlich? Das erste Qualifier. Die sind noch nicht belegt, die. Genau. Das erste Qualifier ist, meine ich, am 3. Juni. Haben wir hier, glaube ich. Ja, da gibt es den Link auf jeden Fall. Okay. So, hier geht's los. Und Rem blockt sich erstmal den ersten Ball. Und. Schauen. Und da wartet Kai und Olli, spielen ja auch regelmäßig echt mit Midos zusammen. Spielen die nicht auch zusammen bei Chimbombom? Die spielen, stimmt, auch mit Chimbombom in der Liga. Das ist irgendwie noch ein sehr wuseliges Spiel. Ja. Aber Abdullah kann ja auch, sage ich mal, ziemlich viel Druck auf den Ball geben. Eben, ne? Ja. Und jetzt und da war es vielleicht ein bisschen viel Druck, quatscht der ihm so nach vorne weg. Aber macht seinen kleinen Fehler direkt wieder gut und hält Olli da auf dem Recht. Aber Kai ist ja auch immer so eine Bank. Ne? Es sieht immer super unspektakulär aus, was er macht, aber es hat alles richtig Verstand. Ja. Und also irgendwie
findet Kai immer seinen Weg nach vorne, also den Ball nach vorne rauszubringen, finde ich. Also ja. Das macht er immer richtig gut. Hat ja früher auch viel mit Rico zusammengespielt als Doppel. Okay, wusste ich gar nicht. Ja, man könnte sie jetzt auch als die Silberrücken oder sowas betiteln, aber nein, die haben früher Players for Players viel zusammengespielt, okay. Tatsächlich. Rico war früher ja auch zu seinen Anfängen da, weiß ich nicht, vor 20 Jahren oder was weiß ich, 15, da aktiv. Frech, mal versucht einfach. Ja. Spannend. Ich schlag den Silberrücken. So. Abdullah. Ja. Will da noch so ein bisschen gefühlt haben da durch. Aber einmal kurz durch, ne? Ah. Da lang spielen, wo er gern lang spielen will. Egal, ob da auf oder zu ist. So wirkt es fast ein bisschen. Ja. Kai guckt sich das erstmal an und... Die Banden sind auf jeden Fall spannend, was ja. Da jetzt so passieren wird. Ich finde Kai auch einer der wenigen, der so eine schönere untere Bande schießen kann. Ansatzlos. Also, ja, ansatzlos und nimmt sich immer seine Zeit, so gefühlt. Ich weiß nicht, ob das dazugehört, aber haut am Ball vorbei, haut nochmal am Ball vorbei. Und dann kommt auch das Tor. Ja. Oh. Eieiei. Ja. Gut. Drin ist drin, ne? Es gibt ja keine Eier, Max. Natürlich nicht. Also der war natürlich sehr, sehr, sehr schwer zu verteidigen. Aber auch das wäre möglich. Wollen wir mal schauen. Die Vorhersage. Okay, es hat sich noch jemand getraut, auf einen Unentschieden zu setzen. Ja, also Leute, da müssen mehr Punkte gesetzt werden. Sonst machen wir keine Vorhersagen mehr. Machen wir gar nichts mehr hier. Seien wir stumm. Mir ein Tor verpasst, oder? In der Zeit. Ja, Olli hat eben reingeschossen. Und da schießt er nochmal rein. Beherz in die Mitte. Ja, den vergisst man ja manchmal auch ganz gerne, ne? Das, ja. Moin, moin. Chipse? Den habe ich letzte Woche, das ist ja gelöst. Hier. Das haben wir alle gelöst, glaube ich, ne? Ich glaube, ich weiß, auch wem er diesen zauberhaften Namen zu verdanken hat. Okay. Ich weiß es noch nicht. Aber ich komme noch dahinter. War auf jeden Fall auch bei unserem Kicks-Jubiläum da im letzten Jahr, unser Elfjähriges. Er macht Olli gut. No. Also Olli kann ja wirklich gut die Schüsse auslösen. Ne? Der ist ja sehr umsetzungsstark. Und Emmy Rem kommt nicht über die 5 rüber so richtig. Ne? Das ist eigentlich sonst eine große Stärke von ihm. Ah, ich soll an über die Brille gucken denken. Dann weiß ich's. Das war leicht. Danke für den Tipp, Max. Wahrscheinlich rechts. Ah, es fehlt kein Wort. Okay. Gucken, was die beiden machen. Sollte Olli den jetzt schießen, ob sie dann nochmal tauschen oder ob sie so bleiben? Ich überlege gerade, ob ich Rem überhaupt schon mal in der Box gesehen habe. Also Abdullah habe ich schon mal in der Box auch von Rem gesehen, tatsächlich. Mhm. Andersrum. Ich weiß, dass Rem ein guter Einzelspieler ist. Ja.
der Ball landet immer irgendwie auf der 3, ne? Ja. Verteidigt Olli ganz gut. Ja, da muss man sich die Lücken ein bisschen mehr erarbeiten, würde ich jetzt mal sagen. Nicht einfach nur die Lücke nehmen. Ja, das ist schwierig. Also die Bande wäre meiner Meinung nach da sonst auch eine Option. Gut, vielleicht hat er die jetzt auch nicht getroffen oder so viel wollte er. Aber... Jetzt weg bin. Bei Backpinnen stelle ich mich dann immer erstmal auf jeden Fall mit einer Figur auf die Mitte, weil das, finde ich, immer so sehr oft der beliebteste Abschlusspunkt erstmal ist. Rechts lang rausspielen, ja, das trauen sich wirklich wenige auch auf den Leo, das stimmt. Olli Schlanke macht das auf jeden Fall. Ja. Ansonsten überlege ich gerade. Maurer. Maurer auch. Eigentlich fand ich eine gute Option. Ja, aber Kai ist da. Ja. Mario. Stimmt, Mario habe ich aber auch lange nicht mehr in der Box. Das passiert Kai auch nicht so oft. Versucht er wieder durch die Mitte zu gehen. Spricht für Kai, ne? Dass er ihn da drauf lockt. Der und Michi, ja stimmt, der macht sogar einen sehr, sehr langen Rennen. Gestern auch. Okay. Da hat die Stange geglüht, würde ich sagen. Und war so überm Tisch oder leicht nach oben gebogen. Ja, also wir brauchen in letzter Zeit ein paar neue Stangensätze. Nein, aber die Stange hat auf jeden Fall wirklich gequalmt. Ja, Rem kommt da nicht in die Bude, würde ich sagen. Oh, ich würde eine Frage für Max Tölke stellen, wenn er sie nicht selber stellt. Mhm. Kann man nach dem Masters Tische kaufen? Weißt du das? ich weiß nicht, ob ich die Info schon raushauen darf. Also ich meine nach der Bundesliga nicht. Nach dem Masters bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Der Plan ist natürlich da. Ich glaube, es ist noch keine finale Entscheidung gefallen. Okay. Sagen wir das mal so. Also ich weiß, dass es jetzt ja die Info gab, dass man, glaube ich, nach der Bundesliga einen Ulrich-Tisch oder so. Ulrich oder Bonzini kaufen kann, ja. Ja. Naja, muss ja nicht verwirren. Es kann ja sein, dass die Leos wieder abgebaut und abtransportiert werden fürs nächste Turnier. Ja, genau. Also es ist ja auch noch ein Jugendturnier geplant, ne? Also es sind so ein paar Turniere und ja auch die ganzen Masters. Also Leonhard hat ja auch nicht 200 Tische einfach mal im Lager stehen, weil man muss halt auch sagen, auch aktuell ist es so, wir merken das ja auch, weil wir auch Tische verkaufen übers Kicks. Die Produktionszeiten sind halt im Moment schon so, dass man weiß, dass die Nachfrage halt echt groß ist, ne? Ja. Und ich weiß, dass ich da bald ein bisschen was tun wird bei Leonhard. Und dann wird es vielleicht ein bisschen einfacher, schneller an die Tische zu kommen. Aber natürlich kann man nicht einfach immer nur produzieren, um die dann stehen zu lassen sozusagen. Ja. Ne? Also, aber ich glaube, der Wunsch ist schon da, dass hier wieder auch nach den Turnieren die Tische mit eingepackt und mitgenommen werden können. Ja. Weil das ist ja das Schöne an dem Leo. Da kann man auch ein paar Turniere drauf gespielt haben und der spielt sich noch wie neu. Der ist super. Ja, wir verkaufen unsere Tische wahrscheinlich auch gegen Ende des Jahres. Also machen wir immer alle zwei Jahre. Und Rem und Abdullah haben jetzt die Option gezogen und mal getauscht, aber ich würde sagen... Vielleicht ein bisschen zu spät. Vielleicht das und ich glaube, mit Abroller hat man gegen Kai auch kein leichtes Leben. Das ist, glaube ich, dann
noch, also das System, was er noch besser verteidigt. Einfach aus Erfahrung heraus oder daraus resultierend, dass er halt mit sehr guten Pinschützen in einer Mannschaft spielt. Eieiei, ey. Die beiden wollen immer durch die gleiche Lücke da durch, ja, ne? Ah, die gibt's nicht bei Olli. Ich meine, Ollis Quote auf A3 ist ja auch jetzt alles andere als gut. Also er schießt ja vielleicht einen aus 4 oder so, aber er verteidigt halt alles andere so gut, dass er sich das erlauben kann. Ja. Und dann hat er hat auf jeden Fall genug Bälle auf A3. Ja, genau, noch den Rückhalt von Kai. Ja. Ah, okay. Ja. Spannend. Ja, ah, schöner gut. Slice, richtig schöner Slice. Ja, und dann. Und dann. Schnell verlängert. Ja. Dann können wir mal das Vorhersageergebnis wählen. Irgendjemand, der da 5000 Punkte reingeschmissen hat. Bela hatte ja ein gutes Gefühl. Bela hatte ein gutes Gefühl. Mal gucken, ob das Bela war. Mal gucken, ne? Vielleicht verklicke ich mich. Nee, tue ich nicht. Wer hat gewonnen? Olli und Kai, genau. Habe ich einmal gemacht, Arne, danach gab es böse Flüsternachrichten. Ja. Okay. So, wen kriegen wir denn als nächstes? Ich weiß noch nicht noch genau. Niemanden, ist die Turnierleitung unbesetzt? Ich glaube, entweder das oder irgendein Spiel blockiert. Aber da freut sich Lynn wahrscheinlich. Ja. Wir kriegen Easy und Jamila an die 1. Wobei ich nicht so ganz sicher bin, ob Olaf und André an Tisch 1 spielen werden, ehrlich gesagt. Aber gut, das weiß Rico besser. Ja, also ich weiß, dass Olaf letztens auch an Tisch 1 gespielt hat. Ah, okay, ja. Gut. Da geht's dann schön links lang, wenn dann Olaf vorne spielt. Ich habe Olaf tatsächlich lange nicht mehr spielen sehen. Der spielt ja auch schon ewig. Also der hat ja schon gespielt. Keine Ahnung, der hat ja glaube ich schon bei der Bergliga, also als es noch die Bergliga gab sozusagen. Und ich habe gelernt, dass er ein Five-Bar-Gründungsmitglied ist. Ja, habt ihr das hier irgendwie letzte Woche oder irgendwann habe ich das auch gehört mal. Irgendwie hatte das tatsächlich gehabt mit Manuel, glaube ich, auch noch zusammen, ne? Und Seifert, ja. Ja. Spannend. Ah, da machen wir auch mal eine Vorhersage, oder? Ja, mal gucken, wie das Gefühl hier ist. Ob er da welches Gefühl hat. So, wir können ja auch mal hier so. Gucken wir mal hier. Das neu belegt.
Weiter geht's hier an Tisch Nummer 1, die dritte Vorrunde. Wo stehen die denn eigentlich in der Tabelle? Die stehen in der Tabelle. Jeweils da. Mit einem Sieg da. Okay, also ein gewonnen, ein verloren. Ja. Oh, ist das eine links lang Auflage? Ja. Mit so einem Zitterjet oder? So ein bisschen gewackelt. Bin ich gespannt. André Rickard ist ja auch so ein Urgestein, ne? Also den, okay. Der also vom Namen her auf jeden Fall auch schon richtig lange dabei. Und auf der anderen Seite Jamila und Easy. Weiteres Doppel, was sich schon für die Bundesliga einspielt. Und auch in der Hamburger Liga in einer Mannschaft spielt. Ja, haben wir extra gleich nochmal nachgeguckt. Extra nochmal recherchiert, ob das auch stimmt, dass Jamila wirklich nur in Anführungszeichen nur in der dritten Liga spielt. Und Easy auch. Also es sind ja beides Spielerinnen, die auch in einem... Boah, schicker. Schick. Auch Easy in einem Erstligateam womöglich unterkommen könnten. Easy hat ganz lange Erste Liga gespielt, tatsächlich. Ja. Ich glaube auch bei der Lotterie, ne? Oder? Ja. Ja. Also damals noch in einer anderen Konstellation, aber ja. Und wir haben auch kurz erzählt, Easy spielt gar nicht in dem Team von Jamila, nur in der Bundesliga. Spielt ja sonst, glaube ich, bei den Chupacabras. Stimmt, ist sie jetzt, genau, und die spielen auch in der zweiten und sind da Tabellenführer. Und in der anderen zweiten sind die Kickaholics Tabellenführer, glaube ich, ne? Auch bisher umgeschlagen, oder? Ist es so? Oder nee, sind die in der ich glaube, da hier das Team aus dem Lattenkamp-Jugendzentrum mit Rem und Abdullah ist da auch echt? Eins. Mach mal. Ja. Ah gut. Ah stimmt. Okay. Ach, krass, die sind auch noch umgeschlagen. Krass. Ja. Wahnsinn. Die North Hunters sind halt auch echt gut, ne? Mit Rem, Abdullah, ja, Justin ist auch. Jorben, Justin. Spielt Pascal da auch? Welcher Pascal? Heimann? Ja. Ja, ich glaube schon. Also das ist einfach auch ein Team. So gut für die zweite Liga, möchte man meinen. Ja, aber es ist halt auch, ne, also in der ersten, da wird... Zu bestehen ist auch nicht so leid, das stimmt. Nee. Wobei ich meine, die Überbande hat sich da ja auch, seitdem sie da drin sind, wacker gehalten. Oh, Easy scored munter weiter. Ja, und man muss auch gar nicht so viel so doll manchmal machen, ne? Ja, der erste war halt sehr doll und lang und jetzt gibt es so einen kurzen... In so einem ekligen Tempo. Aber Olaf kommt immer gut durch von 5 auf 3 eigentlich. Das sieht sehr smooth aus, möchte ich mal sagen. Und das ist dann... Ja. Oh, schön. Ja, eigentlich schön. Kann sie leider nicht fangen. Die haben am Wochenende auch Ulrich gespielt. Vielleicht da noch den Ulrich so ein bisschen im Arm... Ja. Ich hatte mich vorhin kurz mit ihr und mit Nadine unterhalten. Wie hat's denen gefallen? Also ich sag mal so, das Feedback war auf jeden Fall... Verhalten. Ja, verhalten. Also ist halt ein langer Spieltag mit wenig Spielen. Ne? Also sagen wir das mal so. Und das liegt natürlich an dem Modus und dafür hat man viele Disziplinen, die man spielen kann. Das muss jeder für sich so ein bisschen entscheiden, ne? So. Aber, ja. Und dann also, darf man um 0.30 Uhr auf dem Samstagabend auch mal Moritz Justen und Arne Borg ordentlich panieren. Ist doch auch was Schönes. Ja, ich hab's gehört, dass um 0 Uhr irgendwas wurde ihr nochmal aufgerufen. Ja. Und ihr hattet 6 Stunden, nur 7 Stunden Pause oder so, ne? Ja. Aber... Moin. Kann keine Ausrede sein. Oh, noch ein Fuchs. Was haben die Leute alle mit den... Ja, die Füchse sind omnipräsent. Ja, überall sind sie. Überall die Füchse. Und dann sind es gar keine richtigen richtigen Füchse. Es gibt ja eigentlich nur ein paar richtige Füchse, ne?
glaube, da muss sie sich um die 2 einfach rumtrauen. Ja. Ah, macht sie, aber André ist dann da. Gut reagiert. Ja. Welcher Fuchs ist hier gemeint? Oder wer sind die echten Füchse, ist vielleicht die Frage. Genau. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Jule Urgründungsmitglied von der Fuchs AG ist. Wer? Jule. Jule. Ich weiß es nicht. Wenn du es nicht weißt, ja. Ich weiß es. Dafür bin ich zu kurz also in Hamburg. Also ich bin es nicht. Die ganze Historie der einzelnen Teams muss ich nochmal nacharbeiten. Die Fuchs AG gab es aber auf jeden Fall auch schon damals, glaube ich, als die Liga sich gegründet hat. Ähnlich wie, warte mal, die Maschinerie, glaube ich, auch. Finde ich immer fasziniert, wenn man so alte Bilder von den Mannschaften sieht, wer mal wo gespielt hat. So. Hab schon reingeguckt. Mit Nele. Ja, Nele habe ich auch so im Gefühl gehabt, aber ich weiß gar nicht. War das Füchschen hier auch mal in Hamburg? Ja. Dass er sowas weiß? Okay. Ja. Sind auch die Initialen vom Vor- und Nachnamen. Der hat mich immer, als ich damals noch, als noch das Kicks noch nicht gab und im Dildo-Keller gespielt wurde, da habe ich tatsächlich auch mich ab und zu mal hin verirrt. Da war er mal hinterm Tresen und hat immer gesagt, habt ihr schon bezahlt? Das, ja. Kurbelkraft. Ja, Olaf schießt da auch gut rein. Ja. Und nach 4-2 steht es jetzt 5-4. Da wird dann mal das Timeout von Easy gezückt. Vielleicht ist das noch die Nervosität auf Tisch 1. Man weiß es nicht. Aber ich finde, Jamila strahlt eine relativ kleine Ruhe aus. Ja. Ne? So, die ist ja sehr so bei sich. Am 26.04. spiele ich vielleicht mit Jamila. Konnte sie noch nicht zusagen, aber... Am 26.04. Ja. Meine Güte. Ja, der Kalender ist voll. Okay. Ja, das ist sogar nach Ostern. Ja, aber dann wisst ihr schon mal, wer dann das Mito gewinnt. Ja, like. Gehst du in die Box dann? Ja. Natürlich. Da habe ich vorne nichts verloren in der Konstellation. Da geht das Scoren weiter hier, ne? Oh, die Lokomotive mit Volker Hunold und Co. Genau. Die kenne ich sogar noch. Ja, die Lok. Da hat doch Sven Barnack da nicht auch gespielt? Ja, ich weiß es gar nicht mehr. Oh, schön. Ah. Der war schick. Da müsst ihr eigentlich mal in die Hall of Fame gucken, bei Kickern in Hamburg. Da gibt es ja seit Beginn der Liga die Aufzeichnung mit Pokal- und Ligasiegern. Hinkelsteinchen. Ja, Hinkelstein. Da waren Brose und Kutzki auf jeden Fall. Und Michi auch. Biene. Sascha Albers. Oh, und das war jetzt ein 7-5. Schauen wir mal, ob da jemand gesetzt hat. Da hat jemand gesetzt. 2500 Punkte. Auf Jamila und Easy. Die werden jetzt aufgeteilt. Oder eigentlich gehen die komplett an die Person, die als einzige auf André und Olaf gesetzt hat. Also mal verdreifacht die Punkte. Ja. Gute Quote. Ich habe ein gutes Gefühl. Da hatte jemand ein gutes Gefühl. Aber so ein Satz bis 7 vorhersagen ist nicht immer so ein Selbstläufer. Nee. So, aber bevor es hier an Tisch 1 weitergeht, können wir vielleicht hier nochmal was Kleines einblenden, ne? Haben wir ja eben schon auf der Tonspur gesagt.
Der Landgang-Cup. Oh yes. Oder die Landgang-Brauerei. Glaubst du, ich schaff's bis zum nächsten Spiel, mir ein neues Getränk zu holen? Ja, auf jeden Fall. Motu? Motu? Wer ist Motu? Ich würde sagen Motu Jan. Okay. Vor meiner Zeit. Ja, Motu ist Jan Hein. Kennst du wahrscheinlich? Also spielt immer mit Rico Flippern eigentlich. Okay. Ist regelmäßig beim Mopro hier am Start. Und auch beim unserem neuen Samstagsturnier. Das ist nämlich so, sag ich mal. Sein Modus, eher. Sein Modus, ja. Genau. Ja, hat mit Rico, glaube ich, auch das erste PPP gespielt und viel Spaß dran gehabt, würde ich sagen. So, hier geht es jetzt gleich weiter mit der vierten Runde. Rabi und Mario spielen zusammen gegen Stefan und Lars. Spannend. Ja. Rabi spielt, glaube ich, seit dieser Saison bei den Gadgettos. Genau. Mario und Stefan spielen bei Kurbelkraft. Heißen die noch Kurbelkraft? Ja. Oder heißen die jetzt in der Liga auch HSV? Nee, Kurbelkraft. Nee, HSV. HSV 2, Kurbelkraft. Okay. Also alles, alles zusammen. Ja, man muss sich ja irgendwie so mit zwei oder so dann umbenennen wegen der Bundesliga. Genau, wenn man eine Mannschaft in der Bundesliga hat, dann muss das Team in der Landesliga anders heißen. Ja. Genau. Und die Gadgettos, aktueller Tabellenführer. So sieht's aus. Hätte vor der Saison, nachdem sie ja Aufsteiger sind, auch niemand unbedingt vermutet. Nee. Also man hat sich auch gefragt, warum ist dieses Team überhaupt abgestiegen? Aber das war auch so krass, dieses Spiel. Wir sind da ja extra hingefahren. Das war damals noch ein Zicke-Zacke. Mhm. Ey, das war so ein knappes Spiel. Das war wirklich Wahnsinn. Das hat da wirklich gebrodelt. Ne? Also es war ja, ich meine, das war auch gegen Kurbelkraft. Mhm. Und es war, also da wurde jeder Ball wie so eine heiße Kartoffel gespielt, auf jeden Fall. Das war richtig krass. Also das war echte Schussball-Deluxe da, das Spiel. Das war gut. Oh. Das ist schade, dass das Zicke-Zacke nicht mehr gibt, ne? Also ja. Ich mochte das an der Liga eigentlich immer, also so gern ich ins Kicks komme, mag ich das auch mal dann die Ligaspiele so als richtiges Auswärtsspiel zu haben in einer anderen Location. Ja, auf jeden Fall. Und man muss ja auch sagen, also es kann ja auch nicht alles nur im Kiezmann stattfinden. Ne? Also es gibt so viele andere coole Spielorte und gerade auf der Seite der Alster sozusagen gibt es nicht so viele Angebote tatsächlich. Und das ist tatsächlich ein bisschen schade, dass das, das wurde ja auch so schon mit viel Liebe irgendwie da auch aufgebaut und ich fand es auch immer sehr nett. Wir hatten da auch das ein oder andere Spiel. Was auch total nett ist, ist die Illo-Bar, also Münzviertel total schön, auch einfach mal ein bisschen was anderes so. Dann natürlich auch Hannes und Hanna in Eimsbüttel.
Und es gibt ja so viel Unterschied. Auch das freundlich und kompetent macht, glaube ich, einmal im Monat. Genau. Ja. Und es gibt so viele Möglichkeiten und auch Flinterkickern hat ja der FC St. Pauli total erfolgreich letztes Jahr ins Leben gerufen. In der Tante Emma. Genau, immer erst Montag im Monat Flinterkickern, also könnt ihr halt auch mal hin. Das ist wirklich eine coole Geschichte und ja, da hat St. Pauli mal, sag ich mal, ein Zeichen gesetzt und findet da wirklich regen Zulauf und Das ist richtig, richtig cool. Ich weiß auf jeden Fall, einmal war ich auf dem Donnerstag oder so hier und habe mit Pujan ein bisschen geeinzelt und dann haben die ganzen Leute, die sonst beim Flinterkickern sind, hier irgendwie ein Testspiel gehabt und die Stimmung war gut und das Kicks war echt gut gefüllt, würde ich sagen. So sieht's aus, genau. Also das ist echt eine coole Initiative. Und ich habe gehört von Claudia, die ist ja seit letztem Jahr zusammen mit Kim und Dana da im Vorstand. Bei Pauli. Genau. Und dass jetzt ja auch bald schon einjähriges ist und da ist auch was ganz Großes geplant. Ich will da jetzt noch nichts vorwegnehmen, aber da kommen bestimmt noch mal ein paar Infos und muss man vielleicht auch noch mal in diesem Zuge erwähnen, der FC St. Pauli Tischfußball ist ja von zwei maßgeblichen Leuten eigentlich so ein bisschen auch groß gemacht worden. Das ist zum einen Henning Ramke, zum anderen Luciano Auria. Also da natürlich auch noch mal, ne? Du hat bis zum letzten Jahr so sozusagen den Vorstand da aktiv geleitet. Ich glaube 13 Jahre und wer irgendwo mal Ehrenamt hatte und das in so einer großen Abteilung, der weiß, wie viel Zeit und Herzblut man da reinstecken muss so, und wie viel Gegenwind man manchmal wahrscheinlich auch bekommt für das, was man so macht. Genau. Also danke an alle Leute, die sich das antun. So sieht's aus. So, und hier an Tisch Nummer 1. Hätte ich jetzt fast gedacht, dass Rabi vorne spielt und Mario in der Box, aber... Mario spielt vorne. Ach, spielt auch schön, ne? Moritz Kramer war ja sehr Fan von diesem gelben Handschuh. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob er mittlerweile rausgefunden hat, wo es den gibt. In welchem Golfladen man den kaufen kann. Ob's Golf ist, man weiß es nicht. Oder ob's dann doch irgendwie... Man weiß es nicht. Können wir ja irgendwann nochmal fragen. Das ist ja eine Sache. Man könnte ja auch mal mehr Interviews hier oben machen. Und dann könnte man solche wichtigen Fragen stellen. Auf jeden Fall. Auch Krutzki nochmal genau fragen, wann er zum Band und zum Handschuh greift. Das ist ja auch eine Frage. Ne? Das könnte man auch in die Vorhersage mehr integrieren. So fürs Finale. Das ist so eine zweite Vorhersage noch dann. Das ist vielleicht für dich auch ganz interessant. Letztes Wochenende kamen echt ein paar Leute auf mich zu und haben sich bedankt für das hier. Also das ist dann ja vor allen Dingen Lob an dich. Ja, sehr cool. Moritz hat das gestern auch schon ausgerichtet und meinte, dass da eine große Fanbase auf jeden Fall auch ist. Und das ist natürlich richtig cool. Also wir freuen uns ja, dass das hier auch so angenommen wird. Ne? Das ist schon cool. Und ich freue mich so, dass ich das hier in so vertrauensvolle Hände abgeben darf. Es fühlt sich noch nicht so an wie abgeben. Du bist zum Glück immer noch da. Es fällt mir halt auch schwer, das so ein bisschen loszulassen. Aber nein, ich habe da volles Vertrauen und ich lasse irgendwann ganz los. Okay. So kurz wie möglich, bitte. Ja, es ist irgendwie cool. Ich mag, es war ja gar nicht so geplant mit diesem Livestream, dass man das auch so begleitet, immer mit den Kommentaren. Das haben ja damals Jan und Pablo tatsächlich auch eher so zum Ligaspiel mal gemacht, weil ja dann doch immer alle mehr spielen wollten als hier oben sitzen. No. Und aber irgendwie Twitch ganz ohne Kommentar ist irgendwie dann auch so ein bisschen, da geht das Interaktive dann doch ein bisschen verloren. Insofern so ein bisschen die Mischung. Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn immer mal hier oben so ein bisschen Wechsel drin ist. Mathis, finde ich, macht das auch richtig gut. Moritz hat es ja auch ganz fantastisch gemacht. Ja. Fand ich ganz cool, dass der mit mir das Final Four auch gemacht hat hier. Also es war ziemlich cool.
Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, mal ein Ligaspiel zu streamen. Haben wir hätte ja mal gemacht, ne? Five Bar Lotterie, ja. Das war, glaube ich, das Zwischensaisonfinale. Mhm. Genau, ja. Aber wenn die Saison jetzt so bald in die heiße Phase geht. Auf jeden Fall, also das ist auch auf jeden Fall angeplant, dass man das auch macht. Es ist halt nur immer mit der Technik, ne? Dass das angeschmissen wird sozusagen. Aber ja, der Wille ist auf jeden Fall da. Okay. So, 2-0 für Mario und Rabi sind für mich auch, sage ich mal, jetzt Favorit. Vom... Ja, also wobei Lars Jedamski darf man auch immer nicht unterschätzen, aber der ist auch so eine Wundertüte, da kann... Ja. Auch alles passieren. Und also Stefan von Garzen in der Box zu haben, gibt, glaube ich, jedem Stürmer auch ein ganz gutes Gefühl. No. Spielt nicht so viel Mittwochsdoppel mit. Okay. Müsste jetzt auf den da sein. Wir sind auch gut in der Zeit, ne? Wenn das schon die vierte Runde ist. Ja, es ist auch kein Spiel mehr aus der dritten Runde auf, also die vierte Runde durchgezogen, ja. Wir können ja mal gucken, wie die... So ein Unterschied ist, machen halt 5, 6, 7 Doppel aus, ne? Also das ist dann einfach schon so. Ja, auch ein... Zwei, ja, das ist jetzt schon wichtig, das Spiel hier an Tisch 1. Ja. Vor allem, weil das vorzeitige Losen scheinbar ein Team mit 3 Siegen und ein Team mit 2 Siegen zusammengepackt hat. Ja, gab es wahrscheinlich irgendwie vorher schon mal Begegnungen, die das dann nicht anders möglich gemacht haben. Aber hier auch schön, Sarah Walter, Jessica Könke, auch 2 aus 3, gute Quote. Ja, auch Bundesliga ein Spiel. Ja, die Hamburg Piranhas. Ja, genau. Ja, da fällt das 3-3. Geht manchmal schneller, als man denkt. Ja. Schick. Mhm. Mario auf jeden Fall seinen ganz eigenen Stil auf der 5. Also ganz... unhamburgisch, würde ich sagen. Sonst in Hamburg ja viel ein sehr, sehr, sehr langsamer Balllauf und dann irgendwann der Brush. Und Mario. Pam, 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 pam. Ja. Ja, was ja noch ein anderes Thema ist, was diese Woche so richtig Fahrt aufgenommen hat oder schon letzte Woche, ist ja die Diskussion mit Toni, ne? Hast du das so ein bisschen verfolgt? Mit wem? Mit Toni. Dass der jetzt ja nach Europa kommt. Der nach Europa. Ich habe das Interview gehört. Ja. Und diese Gründe eben auch warum und so. Und da geht es auch gerade tatsächlich so in diesen ganzen Diskussionsforen echt ab, wie man das so in Amerika wieder ein bisschen anders so, oder wie da die Struktur auch ist und was man da vielleicht auch verändern könnte. Ja. Genau, finde ich super spannend, dass da auch so eine Dynamik halt ist, weil das ist ja bei uns auch, ne, dass immer wieder so ein bisschen was in neue Turnierformate, haben wir ja auch selber gemacht, sozusagen investiert wird und das ja auch gut angenommen wird. Gerade im Bereich der Profispieler, dass das nicht nur von den SpielerInnen bezahlt wird, sondern man sich eben auch über Sponsoren sozusagen da eben einen Teil von dem Geld dann eben nimmt, um das auch auszuschütten, ne, an die SpielerInnen, ja, die solche Turniere natürlich erst attraktiv machen. Ne, auch. Jetzt die wichtigste Frage. Wird Toni eingeladen zum Final Four Qualifier? Das ist, also die Frage kann sich, glaube ich, hier beantworten. Also Rico und Toni, wer es nicht gesehen hat, hier dieses Liebesinterview, mehr oder weniger. Die beiden haben ja eine Woche zusammen auf Wacken verbracht und dann ist Toni ja noch ein bisschen in Hamburg geblieben. Und die beiden sind ja voll irgendwie auf einer Wellenlänge und natürlich sind die im Austausch und... Also, ich sag mal so, wir das hoffen, wird passieren. Dass, also zu einem kommt er auf jeden Fall. Ich glaube, es werden ein paar mehr. Sehr schön. Ja. Lohnt sich noch mehr, ne? Dann hier gute Mittwochsdoppelergebnisse zu haben und sich übers Mido zu qualifizieren.
Oder halt über die Kicks Open, wobei man jetzt sagen muss, wir sind bei Warteplatz 30 jetzt. Okay. Also für April. Also, das ist echt Wahnsinn. Da kann er aber froh sein, dass er nicht direkt reingeblockt wurde hier. War eigentlich eine gute Entscheidung von Lars, ne? Jo. Schick. Also das ist echt Technik, die begeistert. Jo. Aus Basel. Hallo. Hallo. Und hier auch schöne Grüße. Ja, letzte Woche haben wir auch die 1400 geknackt an dem Verloren. Auch ziemlich gut. Oh. Oh. Mit Überzeugung. Ja, Mario ist sowieso, finde ich, der hat wieder, also er hat wirklich so einen kleinen Sprung nochmal gemacht, immer eigentlich kontinuierlich weit vorne mit dabei. Gut, letzte Woche, glaube ich, das Neulinge mit Otto zusammen gewonnen. Ja, aber jeder, der schon mal Mido gespielt hat, weiß, 4 Vorrunden, 1-7, da kommen auch vermeintliche Topspielerinnen mal nur ins Neulinge- oder Amateurfeld. Das Interview mit Toni, das hatte Lin mal verlinkt, das Englisch, also das Amerikanische sozusagen, wo er das Interview gegeben hat, was die Gründe sind für seine Europa-Auszeit jetzt, die er ja dann ab April, glaube ich, macht. Und das Interview, was Rico und Toni hier gemacht haben, das war bei dem Mido, findet ihr bei dem Mido Doppel bei uns auf YouTube. Da könnt ihr auch mal hier reingehen und gucken. Das war das Mittwochsdoppel nach Wacken 2022. Ich weiß jetzt nicht das genaue Datum, aber einfach gucken, wann Wacken 2022 war und das Mido danach. Da haben Rico und Toni hier geschwelgt im Tischfußball. Himmel. In diesem Interview, also in dem Interview, wo er seine Gründe erklärt, warum er nach Europa kommt, nimmt das Kicks ja auch eine sehr prominente Rolle dann ein. Also scheint es dir gefallen zu haben. So. Ja, vielleicht. Uns ist das ja immer gar nicht so bewusst. Wir waren ja 2017 auch Ausrichter der Tischfußball-WM. Und das war ja so das erste ganz, ganz große Kicker-Event nach der Fisch-Auktionshalle, wo ja auch schon eine WM damals... ich glaube sogar die allererste, oder? Ja, war das 2007? Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr so ganz genau. Auf jeden Fall war 2017 ja die WM hier in Hamburg auf Kampnagel und das Kicks war sozusagen dafür da, um den SpielerInnen im Vorwege schon die ganzen Griffe und sowas auszugeben. Da hatte sich dann hier TST, glaube ich, aufgebaut sozusagen und hier wurden Spielerpässe und diese ganzen Griffe ausgegeben. Und wir hatten alle ITSF-Tische sozusagen, also Roberto, Tornado, Galando, alles aufgebaut. Und das Keks war voll. Nur Rico und ich waren nicht einmal hier sozusagen. Okay. Haben keinen von diesen ganzen SpielerInnen mal hier in live gesehen. Aber es hat sich wohl sehr rumgesprochen. Auch der Papa von wie heißt sie nochmal? Sally Rue? Der, Terry Rue. Genau, ja. Terry, der hat ja auch geschrieben, irgendwie, dass das Kicks Fußball-Heaven ist. Das ist natürlich Balsam für die Seele. Ne? Ja. Das ist natürlich schon richtig, richtig cool, wenn man das so hört. Und ja, Rico und Toni, die planen natürlich viel. Rico macht jetzt auch ein bisschen was für den rumänischen Verband. Das ist ja die Lady von Toni, die das Ganze da. Die Sylvie, die das damit aufbaut und die den Verband da jetzt mitgründet. Und genau, da ist Rico so ein bisschen jetzt auch am gucken, wie wir die Leos da hinbekommen. Okay. Und genau, und die richten ja auch immer ganz coole Turniere aus. Bulgarien und in Rumänien sind ja immer ganz tolle Turniere, auch die da auf den Leonard ausgerichtet werden. Insofern, ja,
Ich bin gespannt, wo es Toni überall hin verschlägt. So, ne? Also im Keks könnt ihr euch sicher sein, wird er auf jeden Fall auch vorbeischauen. No. Und ich glaube, wir kriegen jetzt kein Spiel mehr hier an Tisch Nummer 1, weil, glaube ich, alle Spiele ausgerufen sind, oder? Es scheint fast so. Ja. Oder die ist die Turnierleitung unbesetzt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich guck mal kurz darüber. Vielleicht können wir da einmal kurz aber wir können auch einfach hier gucken. Genau. Ja. Nee, alle Spiele sind aufgerufen. Alles klar, dann würde ich sagen, haben wir uns eine kleine Pause verdient. Ne? Finde ich auch. Genau, dann seht ihr Arno und mich gleich mit dem K.O. wieder und ja, wir lassen euch hier natürlich ein bisschen das Kicks-Feeling an. Da. Ne? Okay. Alles klar, bis gleich. Bis gleich.
So. Wir haben jetzt ein richtiges Schmankerl direkt in der ersten K.O.-Runde für euch, würde ich sagen. Vor allem für mich auch. Für Alding, für den größten Fan von Marius und Knut. Es ist jetzt angerichtet. Weil Achtelfinale, Mido. Ja. Könnte auch Kicks Open Finale sein. Oder zumindest Mido Finale. Ja. Finn und Mattis gegen Marius Meyer-Hemme und Knut Strecker. Viermal die Maschine, zumindest so Bundesliga-Maschine, gegen. Oh, gegeneinander. So ist richtig. Ja, genau, und Arne hat schon eine Vorhersage eingestellt. Also Marius und Knut gegen Mattis und Finn. Ja, da sieht man auch schon, mit welchen Doppeln vielleicht zu rechnen ist in der Bundesliga. Mal schauen, was da so passieren wird. Ich bin natürlich als Superfan, ne? Superfan, also, sehr festgelegt. Sehr festgelegt, aber ich muss sagen, ich bin da wirklich hin und her gerissen, weil ich Mattis Style natürlich auch richtig schön finde. Ja. Ich glaube, auf der Fünferreihe wird Marius so ein bisschen die Nase vorne haben, würde ich sagen. Er hat gerade so ganz traurig zu mir gesagt, als ich ihn gefragt habe, ob er heute denn gewinnen würde, dass er nicht mehr blocken kann. Das hat er verlernt seit den letzten Kicks Open. Das Geheule darf ich mir auch schon die ganze anhören. Okay. Vielleicht lernt das jetzt ja wieder. Und ja, oh, der Tisch ist ein bisschen weit eingerückt hier. Skandal. Das muss Rico aber gleich nochmal in einer kurzen Pause ändern. Oh. Ansonsten müssen wir das Scoring ganz genau im Auge behalten, Arne. Okay. Oh je. Oh je. Das heißt, er müsste dich da an der Tribüne dran stehen, oder? Ja, genau. Okay. Sonst blende ich es immer aus und dann wieder ein. Bin ich gespannt, wie Knut Mattis verteidigen wird. Also ja. Ich vermute ganz gut so. Aber Finn hält Marius halt auch oft sehr gut. Also wird vielleicht ein langes Spiel, ja. Auf jeden Fall wahrscheinlich ein sehr intensives. Können wir uns drauf freuen. Auf jeden Fall, also das ist schon ein Deluxe-Spiel, wo man auch ein paar Punkte setzen kann. Wo man, sagen, wenn man möchte, ein paar Punkte setzen kann. Je nachdem, wie das Gefühl ist. Nicht nur, wer hat ein gutes Gefühl? Irgendjemand hat ein gutes Gefühl schon mal für Finn und Mattis. Oh. Und ihr habt noch ein bisschen mehr als 2 Minuten, da was rauszuhauen an Punkten. Ja, Quok hat mir ja erzählt, er wartet ja auch mal relativ lange bis zur letzten Minute so ein bisschen und guckt, wie sich so das Verhältnis wo sich das okay. hingibt. So, da ist das erste Tor für Marius und für Knut gefallen. Tja, hast du denn Favoriten hier? Ich habe ja schon... Tatsächlich nicht. Nö, tatsächlich einfach nicht. Da bleibt Finn eigentlich genau richtig stehen. Richtig stumpf. Aber wird bestraft, sag ich mal. Ja. Ach, jetzt sagen wir noch ganz kurz den Modus. Wir befinden uns jetzt im K.O. Achtelfinale und wir spielen 3 Gewinnsätze. Also 2. Zwei Gewinnsätze. Wer zuerst 2 Sätze gewonnen hat. Die Sätze gehen jeweils bis 5. Hat das Spiel gewonnen. Genau. Und im möglichen dritten Satz geht's maximal bis 8 Tore. Also genau. Da braucht man 2 Tore Vorsprung. Oder maximal 8. Oh, und Finn will auf Reaktion gehen, ne? Spannend. Mir gefällt das ja mal, dass auf der linken Seite nicht immer nur schwarz und weiß hier angezogen wird, sondern man jetzt auch mal das ganze Bild, was wir ja neu eingestellt haben, mal hier in diesen Kontrast stärken, ja. Wenn Farben ja, angezogen werden, man sieht. Ja, wunderschöne. Ja, das ist halt wirklich dieser Kontrast, der einfach dann das Grün halt auch noch stärker hervorhebt. Also vielleicht brauchen wir einen roten Boden. Vielleicht. Oder einen grünen, je nachdem. So, 2:0 steht's noch. Mattis, ja, was macht er? Traut sich da den langen nicht, den er sonst so gerne nimmt. Und Alter. Direkt ein schöner Pass von Knut.
zwischen die Puppen rein oder was war das? Oh. Oder außenrum? Oh. Das ist so schnell, das sehen meine müden Augen. Ja, das ist hier natürlich am Bildschirm, also auf dem Tisch sieht man das immer noch ein bisschen besser, natürlich. Schick. Das ist das erste Tor für Mattes und für Finn. Oh, schön. Sich auf jeden Fall schon mal viel Zeit. Okay, nimmt dann auch direkt das Timeout. Guter Moment. Also wenn sie in den Satz noch reinkommen wollen, dann muss der Ball, glaube ich, zu deren Gunsten ausgehen. Ja, das ist jetzt so ein Punkt, wo der Satz halt in beide Richtungen sich noch entwickeln kann. Den Punkt jetzt, den hat Finn gut gewählt für das Timeout, echt. Oh. Großartige Kommunikation, hat zwar nicht stattgefunden im Timeout, haben wir gesehen, aber... Oh. Tja. Da ist der Ball schon auf der 3 von Marius. Jetzt bin ich gespannt, was er draus macht, weil eben hat er verschossen. Mhm. Oh, schöner kleiner Wechsler, ne? Ja, richtig schick. Kennt man sonst nur von Mohamed? Der Superwechsler, der kann auch Zaubersachen mit dem Ball, aber das werdet ihr noch sehen auf der Bundesliga dann. Ja, und Mattes ist noch nicht so wirklich im Spiel angekommen. Ja, ist natürlich auch schwierig, auch Mattes hat ja vorhin auch gesagt, Tobi hat so ein bisschen den Ulrich vielleicht noch auch im Arm, das wird Mattes ja nicht anders das gehen. Geht, nee. Ich weiß gar nicht, wie viele Disziplinen man am Wochenende parallel spielen durfte, konnte, aber eine Menge, glaube ich. Einige, ja. Und gerade Mattes, sehr stabile Partner, unter anderem 2 Disziplinen mit Raphael Hampel gespielt, ist überall auch relativ weit gekommen. Also der hat viele, 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 viele Spiele machen dürfen am Wochenende. Hat aber Mattes nicht vorne gespielt? Nee. Also bei Raphael Hampel hat er im Tor gespielt. Okay. Ja, Marius macht Finn hier ein bisschen das Leben schwer, ne? Blockt gut. Blockt gut. Auch wenn er sagt, er kann es nicht mehr. Zog sich dann wahrscheinlich eher auf die 5. Ja. Rausspiel kann er immer noch verteidigen. Ja. Guter Save hier von Knut. Gut. Oh. Ach ja, wenn du das machst, dann mache ich das auch. Knall den Ball. Oh, was kommt da jetzt? Ein Slingshot? Ja, das nervt ihn. Hm. Ich hatte das Gefühl, dass er über einen Timeout nachgedacht hat. Ja. Ah, das ist dann auch so Hamburger 5 in Reinform. Ja, ist das so? Finde ich so. Also von der Anlaufgeschwindigkeit des Balls, das ist schon aufreizend langsam. Aufreizend langsam? Oh, und jetzt mal schauen. Ja, legt sich den Ball nochmal ganz nach außen dahin. Macht das jetzt nochmal in die Trickkiste greift, oder... Nee, richtig schöner Gerader. Da ist das 4:3. Marius hatte eigentlich schon zweimal die Chance, das Ding hier zuzumachen im ersten Satz. Eieieiei. Oh. Man muss Knut es vielleicht ausschießen von hinten. Mal schauen. Bin gespannt, ob gleich der kleine Hopser kommt, wenn Knut mit der zweiten Puppe schießt. Dann kommt. Oh, braucht er gar nicht, den kleinen Hopser. Den kleinen Hopser braucht nicht.
schießt er den Satz einfach aus. Schick, schick. Und damit haben die beiden den ersten Satz geholt. Dann können wir nochmal gucken, wie die Vorhersage ausgegangen ist. Boah, ja. Der Chat sieht Marius und Knut leicht vorne. Ja. 65%. Bin ich mal gespannt. Ah, der Chat ist noch nicht ganz aktiv hier mit dabei, ne? Oh. So drei, fünf Leute haben gesetzt in Summe. Da geht noch was. Da ist normal, auch Luft nach oben. Normalerweise geht ja die K.O.-Runde jetzt erst so richtig los. Um 22 Uhr. Heute sind wir so vor gut der in der Zeit. Wie viel Doppel waren wir jetzt? 47, ne? 47? Ja. Ja. Glaube. Ja. 47. Aber wir wollen es nicht wieder jinxen und sagen, nein, vielleicht kommen wir heute richtig früh hier raus, weil dann kommt das eine Spiel, was 50 Minuten dauert und es wird dann doch wieder nach 0 Uhr. Ah, das tat mir ja für dich auch leid, ne? Bis zum Halbfinale da wacker gekämpft. Ach so, letzte Woche? Ja. Ja. Die Maschinen gewinnen hier auf jeden Fall an Tisch Nummer 1. Das ist ein guter Tipp. Ja, und Knut ist ja auch immer so ein Torwart, der mit dem man immer rechnen muss auch, ne? Also ich meine, ich weiß gar nicht, müssen wir mal in der Statistik gucken, ob das so ein Torwart ist, der schon die meisten Kicks Open gewonnen hat. Der Minjung Bai hat ja auch sein erstes Kicks Open mit Knut gewonnen. Mit Knut gewonnen. Ja. Davor war Minjung ja Vize-Minjung, muss man ja immer so sagen. Und mit Knut, dann ist der Knoten geplatzt. Auf jeden Fall wird Knut wahrscheinlich in der Mido-Gewinner-Statistik auch sehr weit oben sein, ja, oder? Also wahrscheinlich auf... Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt einfach mal Platz 4 in den Raum werfen. Ja. So Minjung, Krutzki, Marius auf den ersten drei und dann Knut. Ja. Wenn jemand mag, kann gerne nachschauen. Mohamed hat früher auch viele Midos immer obwohl... Ja, es ist halt wirklich so, seitdem Krutzki und Minjung einfach nicht immer zusammen spielen. Gewinnt also, jeder mal gefühlt. Genau. Ja, das fand ich interessant. Ich bin gerade so in der Moderationspause mal so durchs Kicks gelatscht und habe die Leute, die heute gewinnen können, gefragt, ob sie heute gewinnen. Und keiner hat gesagt, ja. Alle haben so rumgeeiert. Und ich glaube, wenn man Minjung früher gefragt hätte, gewinnst du heute das Mido? Auf jeden Fall. Hätte er gesagt, natürlich. Wer sonst? Was ist das für eine Frage? Was ist das für eine Frage? Das ist einfach auch ganz andere Überzeugung gewesen. Und dann gewinnt man halt auch über 100 Midos. Auf jeden Fall. Das ist echt eine krasse Bilanz. Ja, das ist also sieht man ja, seitdem er weg ist, dass niemand da annähernd rankommt. So, ja. So das einzige Doppel, was wirklich fast immer gewinnt, wenn es zusammenspielt, finde ich, sind Finn und Marius. Mhm. Also die gewinnen oft, wenn, oder meistens, wenn sie zusammenspielen. Aber ja, so eine richtige Dominanz gibt's einfach nicht mehr. Ah, wir haben ein Tor verpasst zu stellen. Marius und Knut haben ein Tor. Oh je, man möge mir verzeihen. Hoffentlich haben wir nicht auf der anderen Seite auch eins verpasst. Nein, nein, haben wir nicht. Das hab ich von hier im Blick. Okay. Ah, jetzt Knut hier schon das zweite Mal einen Ball auf die 3 abgegeben hier in diesem Satz. Jo. Oh, schön. Der ist schön, ja. Und er kommt so locker aus dem Handgelenk, ne? Da muss man den Balllauf auch erstmal so hinbekommen, ne? Das ist nicht so einfach. Und da ist es wieder. Eigentlich ist das nämlich eine große Stärke von Marius. Und da hat er im Moment irgendwie nicht... Er hat seinen Fünfer rein Block, das gefällt ihm irgendwie nicht. Aber ich glaube, das ist auch eher im Kopf. Ja. So wie Joshi manchmal nicht schießen kann oder glaubt, nicht schießen zu können. Ja, oder auch nicht mehr an seinen Brushpass dann glaubt und dann kommt der Kantenpass wieder. Wobei, ich glaube, das macht er auch manchmal sehr unterbewusst, ne? So. Huch. Bei uns ist alles gut, oder?
Sowieso. Und danke fürs Abo. Ah, wir haben schon wieder ein Tor verpasst. Ich muss da besser aufpassen. Steht doch 2-1. Ja. Wir können ja auch mal hier uns vorbeugen. Ja, jetzt auch ein kleiner Austausch hier zwischen Mattes und Finn. Ja, Knut und Marius, die haben sich nicht viel zu sagen. Die wissen, wer was machen muss, sozusagen, ne? Jo. Und noch läuft es für die beiden ja auch sehr gut. Da gibt es ja noch nicht wirklich Redebedarf. Da gibt es nochmal den Puschi-Klapser, ne? Der berühmte Hamburger Puschi-Klapser. Oder gibt es den auch in Bremen immer? Den was? Wenn man den sich was? So... Den, es gibt hier immer diesen... Okay. Ich glaube, den gibt es überall, ja, oder? Ne? Ja, finde ich gut. Ja, finde ich spannend. So, wann Finn anfängt, ein bisschen mehr zu pushen, so. Der Moment wäre eigentlich da. Ja. Finn macht immer einen laut, so dann weiß man jetzt... Jetzt geht's los. ...ist der Gang nochmal nach oben geschaltet, so. Oh. Ja, jetzt nur nicht den kurzen aufmachen, den Knut gerade. Gut rein. Oh. Das dritte Mal in diesem Satz. Ja. Und da gleicht Mattes aus. 2-2. Ja. Ah, da muss es dann auch wieder die Trickkiste sein, ne? Also mit... Wenn es ihm hilft, sag ich mal. Wenn es ihm hilft. Und also, es ist ein Tor, aber so schlauer, wie er auf die Defense von Knut wirklich scoren kann, ist er jetzt auch noch nicht, würde ich sagen. Also nee, genau, das hat ihm nicht mehr verraten, ne? Okay, genau, ja, das stimmt. Also er hat jetzt keine Lösung parat, so. Alter. Boah, schick. Schön. Oh, da kommt er lange. Jo. Ja. Und das Timeout hier. Wollen wir das Timeout mal nutzen, gucken, wer sonst noch so gerade Achtelfinal spielt oder wer vielleicht sogar schon im Viertelfinale ist. Rabi und Mario zum Beispiel sind schon schon im Viertelfinale, haben gegen Theresa und Isabel Tran gewonnen. Oder Isabella Tran. Joshi und Ferras auch schon gewonnen. Gegen David Hansen und Matthias Wester-Ebbinghaus. Und die anderen laufen noch. Bin ich gespannt. Ah, Pohrmann und Pohrmann sind auch ins Profil gekommen. Ja. So, hier geht's weiter. 3-3 im zweiten Satz. Also dieser Satz entscheidet, ob wir in die Verlängerung in den dritten Satz gehen oder nicht. Ja. Geht er auf rechts? Hier rechts ist auf jeden Fall die ganze Zeit nicht da. Aber er will dann auch scheinbar nicht einfach den links nehmen. Nee. Ich weiß nicht, ob er weiß, dass Finn den in jedem Fall fährt oder was da die Überlegung von Marius ist. Aber er hat jetzt schon ein paar Mal in diesem dieser Begegnung den Ball nicht richtig auslösen können. Ne? Also wir haben natürlich auch schon richtig schicke... Oh, oh der Pass von Nasty. Den habe ich von Finn noch nicht oft gesehen. Auch ne? Nicht. Das ist eigentlich eher so der Adi-Pass, der ne? Der Adi-Pass, aber auch irgendwie die Bewegung vorher um den Ball rum war ein bisschen anders, aber auf jeden Fall geil. Da hat Mattes sich jetzt mal richtig schön Zeit gelassen und verdient in Führung gegangen hier.
wenn er jetzt ins Rollen kommt. Ich finde, wenn Mathe so wirklich rollt, dann ist er nochmal eine Nummer unangenehmer. Ja, vor allen Dingen halt auch mit Finn in der Box ist das... Finn ja eigentlich neben dir immer der meistgenannte Torwart so in Hamburg. Mir, wer nennt mich denn? Eigentlich, du fällst auch immer unter den Top 10. Okay. Also Knut, Finn, Arne auf jeden Fall immer mit dabei. Easy bei den Damen natürlich irgendwie auch immer so mit dabei. Also jo. Du ergänzt die Hamburger Garde hier. Kutzki natürlich auch immer. Wo sind denn Kutzki und Adi eigentlich? Gegen wen spielen die denn? Die spielen gerade an Tisch 9 gegen Laszlo und Tjom. Ah, okay. Und das ist auch ein Profifeldspiel, wollte ich gerade meinen. Kurz übersehen. So, 4-4. Jetzt wird spannend. Mathis, Punkt 1 schon mal erledigt, durchgelegt. Ja. Knut geht eine Etage tiefer. Da wird gearbeitet und Mathis verschießt. Ja. Im ersten Satz hat Knut ja den Satzball geschossen. Mal gucken, ob er jetzt den Matchball... Ah, Wolder. Auf jeden Fall in Richtung Tor. Ich glaube, so ein relativ... Aber ist einfach der... Du hast mitgezählt. Das ist jetzt der vierte, glaube ich. Ja. Da wird die Hand nochmal locker geschüttelt hier von Mathis. Man muss ja auch sagen, also Zia, ich weiß ja nicht, ob du das, also bei Rico ist hier der Muskel. Also ich habe keinen Zia-Muskel. Mathis sagt auch, er hat da so einen, habe ich nicht. Du gleichst das vielleicht mit dem Fahrradfahren aus. Oder geht so. Geht auch anders. Also Rico hat hier wirklich, also das sieht man richtig, dass das, wie bei Min Jung mit dem Arm, der hat auch einen eher einseitig drin. Vielleicht ist mein Arm ist ja auch nicht so massiv wie der von Mathis. Ich brauche nicht so viel Muskel, um den zu ziehen. Boah, aber Knudi ist einfach dann da, ne? Ja. Mathis schießt lang, dann verschießt er den geraden und dann nimmt er wieder den langen und Knut ist wieder da. Knut ist zu stark. Da gibt's den Pushy-Klapser. So, Marius, ich bin gespannt, ob... Boah. Sick, da kommt die V, die Faust hinterher, weil... Ich das endlich war... mal ein gemacht. Aber das war auch ein sehr, 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 sehr langer Rechts. Der war so... Oh, länger geht nicht. Anna hat ein Gelenk mehr, sagt Semin. Ja. Semin sagt viel, wenn der Tag lang ist. Ja, also spannendes Achtelfinale haben wir hier gesehen. Ich bin jetzt gespannt. Ja. Haben wir denn schon Potenzial, was man als nächstes könnte? Gucken könnte? Wahrscheinlich. Wollen wir mal. Tisch Nummer 9, da scheint es, ich weiß nicht, 4-4 zu stehen oder so. Könnte jetzt der Matchball. Ja, also wenn die Sätze stimmen, dann haben Laszlo und Tjom auch einen Satz geholt. Dann wäre es schon Verlängerung. Mal gucken. Ein bisschen Radiomoderation. Doch, es war der Matchball. Krutzki schießt ihn von hinten rein, ohne Handschuh und ohne Band. Nee, mit Band. Okay, mit Band, aber ohne Handschuh. Und dann wäre das jetzt ja vielleicht ein schönes Spiel für Tisch 1. Für Tisch 1, auf jeden Fall. Ja, Rico wird uns hier schon ein schönes Tischchen zuweisen oder ein schönes Spielchen. Ich hau erstmal die Punkte noch raus. Ah ja, sehr gut. Marius und Knut. Das verlockt mich ja schon, mich mal zu verklicken. Aber sehr dafür bin ich dann doch zu gewissenhaft hier bei meiner Aufgabe. So, was haben wir denn hier noch? Also wir haben ja noch eine kleine
noch eine kleine Info. Und zwar haben wir das vorhin ja schon so ein bisschen angeteasert. Der SKC, auch Silpion Kicker Cup genannt, der findet auch in diesem Jahr wieder statt. Und zwar am 21. April, das ist sozusagen der Vor-Act des Masters, könnte man sagen. Wenn man das, den Silpion Cup nur als Vor-Act bezeichnen möchte, ja. Je nachdem, ne? Also die Prioritäten sind da ja ganz klar. Das ganze Kicks-Team ist freitags da und Yoshi spielt zwar, glaube ich, auch das Masters mit, aber er zieht durch, hat er gesagt. Ja, er bearbeitet mich auch schon und sagt, ich soll mitspielen. Auf jeden Fall. Du gehörst ja mit zum Kicks-Team hier jetzt, ne? Oh, das lieb. Das ist auf jeden Fall so. Aber für euch, was ist der Silpion Kicker Cup? Da könnt ihr einfach mal unter skc.rocks. Unten steht auch die Homepage nochmal. Da einfach mal raufgehen, könnt ihr mal gucken. Das ist sozusagen ein ganz großes Kicker-Event hier in Hamburg. Haben vor Corona Weltrekord aufgestellt mit den meisten Menschen, die zusammen ein Kicker-Turnier gespielt haben. War richtig, richtig cool immer und ist auch immer noch ziemlich cool und findet in diesem Jahr in den Räumlichkeiten von FC St. Pauli statt im Millerntor-Stadion. Also, genau. Das ist schon eine geile Location. Ja, und man braucht 6 SpielerInnen. Man spielt 3 Doppel. Man muss sozusagen der Stärke nach aufstehen. Also das erste Doppel ist das stärkste, das zweite ist das mittlerste und das dritte ist sozusagen schließt den Kreis. Und genau, man kann aber auch mehr SpielerInnen anmelden, sogenannte Gastspieler dann. Das machen wir als Kicks-Team. Wir melden ein 10er-Team an sozusagen. Wir sind tatsächlich so viele. Und ja, es geht tatsächlich da mehr ums Networken, um sich mal wieder mit Leuten zu connecten und einfach jetzt vielleicht auch mal die Zeit nach Corona zu nutzen, um mal wieder mit den Arbeitskollegen ein Bierchen und einen guten Kick zu machen am Tisch. Und genau, darum geht's beim SKC. Und ja, klickt euch da einfach mal rein, meldet euch an, sucht euch 5 PartnerInnen aus und rockt das ganze Ding. Ist auch nicht teuer, kostet 50 € pro Person. Dann sind Getränke, glaube ich, auch mit bei. Und mit 100 € könnt ihr natürlich das Ganze auch noch supporten pro Person. Da ist dann sozusagen auch Essen mit dabei und das Ganze ja, wird ja immer von Silpion seit Jahren ausgetragen und ich finde, da kann man auch ein bisschen mal was zurückgeben sozusagen. Und ja, schaut euch einfach das mal an. Es sind immer ganz, ganz viele Unternehmen auch dabei und ja, vielleicht ja auch mal in diesem Jahr noch ein paar neue. Also, wir können es nur empfehlen. Warst du schon mal beim SKC? Ich war schon mal als Gastspieler beim SKC dabei. Damals war es... Oh, welchen habe ich mitgespielt? Im Terminal Tango, glaube ich. Ah, okay, noch im Flughafen, ja. Ja, auch direkt vor der DM. Ach stimmt, da war genau die... Früher war immer der SKC Anfang des Jahres, also im Januar. Mhm. Und war sozusagen dann das Vor-Event vor der Deutschen Meisterschaft. Es waren dann noch die DMs, wo die Hamburger nicht so gut abgeschnitten haben. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall sehr empfehlenswert. So, und an Tisch Nummer 1 ist ein Viertelfinalspiel ausgerufen worden jetzt. Und zwar sehen wir gleich Rabio Mario gegen Adrian Sutai und Björn Krutzki. Schön, bin ich gespannt. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich Mario habe das letzte Mal auf Krutzki schießen sehen. Ich auch nicht. Also. Oh, ich bin sehr gespannt. Ja. Schreibe ich es gerade ins richtige Feld? Ja, ne? Ja. Mario. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Also rein so auf dem Papier würde ich jetzt Adi und Krutzki haben ja auch letztes Jahr zusammen Kicks Open gewonnen. Ja. Vorne sehen, aber wie gesagt, Mario und Rabi auch unangenehm. Wo spielt denn? Spielt Rabi eigentlich Bundesliga? Ja, der spielt, glaube ich, bei den Devils Oldenburg auch. Ah,
okay. Die haben ja so eine, ja, schon eine neue Mannschaft formiert, aber nur mit Spielern aus der Region. Christoph Klön spielt da auch. Max Tölk ist da ja auch hingewechselt. Also, ja. Und Rabi. Ja, machen wir eine Vorhersage? Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. So, mindestens ein Satz. Dann hat er jetzt 5 Minuten Zeit. Ah, jetzt haben wir den Tisch immer noch nicht verrückt, ne? Soll ich das mal kurz machen? Nee, alles gut. Wir sind ja hier. Wir sind ja hier, wir fokussiert. Haben das ja überlegt. Okay. Wir zwei alten Hasen hier oben. So, jetzt sieht man auch, jetzt haben natürlich auch ein paar mehr hier eingeschaltet, ne? Weil haben gar nicht damit gerechnet, dass wir hier noch vor 10:30 mal im Viertelfinale sehen. Ja. Weil Viertelfinale Mido, Adrian und Björn gegen Mario und Rabi. Bin gespannt. Es ist ja auch immer wieder spannend, finde ich, was für eine Auflage Adi vorne wählt. War jetzt gut die letzten Wochen, Monate immer sehr konstant. Mit seiner Auflage letzte Woche habe ich das ja von zu Hause verfolgen dürfen, mit seinen Kärtchen auch. Ja, und ist so spannend, ob wir die heute auch sehen, ich weiß es noch nicht. Noch habe ich sie nicht gesehen heute. Nee. Vielleicht hat er sie noch nicht gebraucht oder sie kommen nicht mehr zum Einsatz. Aber was er da gerade eingeschossen hat, sah nicht nach seiner Dreiviertelauflage aus. Ne? Deswegen mal gucken, ob er die gleich spielt oder nicht. Ja. Also Leute, stimmt ab. Vorhersage ist, da hat Anna eingestellt. Da fliegen die Punkte auch schon rein. Eieieiei. Werden noch die da Taschen leer geräumt. Und kurz geholt aus den Handschuhen ein. Na. Ah, pronto, okay. Ja. Der Höchstbietende geht mit 5.000 auf Adrian und Krutzki. Und insgesamt sind schon 10.000 auf Adrian und Krutzki gesetzt. Ja, krass. Das wäre auch mein Tipp. Vielleicht, Moment, wenn Quok, ups, wenn Quok immer hier sitzt und mit dem Handy tippt, macht das vielleicht auch mal. Sehr gut. Und da ist das erste Tor für Mario und Rabi. Ja. Schön dazwischen die Puppen. Ja. Und Mario gibt richtig Gas auf der Fünferreihe hier. Jo. Aber kann ich blocken. So, Adi, Mittelauflage. Standjet. Okay. Rabi hält. Hui, der war saftig. Links. 1:1. Also, zornige Auflage hier von Adi. Ja. Also wirkt jetzt für mich ein bisschen gefährlicher als die andere, aber mit der anderen war ja auch erfolgreich. Ja, ne? Eben. Also. Aber da lag es dann meistens nicht an den krassen Quoten auf der 3, sondern die Qualitäten, die er sonst ja auch zuhauf hat. Defensiver Block, offensive 5, Bälle fangen, ja. 2 verteidigen. War das ein Pass? Ja, das war ein richtig schöner Pass. Oh, jetzt wandert er sogar so ein bisschen. Aber macht Rabi jetzt aber gut, lässt sich da nicht drauf ein. Und schöner Slice-Pass hier. Oh, sag ich, was der da hinten kann, kann ich auch. Boah. Die kleinste Ecke nimmt er sich da. Oh. Krass. 2:1 Führung für Mario und Rabi. Und 2:2. Also die Tore fallen hier bam, 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 bam. Da setze ich zum ersten Mal wieder Punkte und dann passiert wahrscheinlich gleich eine kleine Überraschung. Wow. Ja, 2:2 steht es jetzt hier schon und ja, Krutzki nimmt jetzt hier ein bisschen das Tempo aus dem Spiel. Ah, okay. Geht auch direkt aufs Tor. Oh.
Ah, den fährt Rabi auch echt gut raus. Den hebt er sich ja sonst meistens, ne, für das Golden Goal auf. Ja. Oh, schon zorniger Schieber, ja. Spielt, glaube ich, bei Turnieren in Bremen. Häufiger auch mal mit Chris Klön und dann auch im Tor. Also okay. Auch wenn wir ihn hier meistens vorne sehen, kann er die Position auf jeden Fall spielen. Rabi auf jeden Fall saustark geworden in den letzten ein, zwei Jahren. Muss man sich auch vorstellen, aber der kommt immer aus Bremen hier so oft in der Woche her. Also zu Mido eigentlich immer und zu den Ligaspielen dann ja auch. Das ist mal Tischfußballliebe. Kenne ich noch so einen Dulli, der es eine Zeit lang gemacht hat. Ja, es ist halt wirklich krass, ne? Also, aber ich weiß nicht, wie war denn das in Bremen? Kickerfreunde haben auch einmal in der Woche irgendwie ein Doppelturnier angeboten, oder? War es einmal die Woche? Ich glaube, es gab das Dienstagsdoppel beim RSB. Aber war das jeden Dienstag? Ach, beim RSB, okay. Und beim Kickerfreunden haben wir ein Einzelturnier regelmäßig ausgerichtet. Aber da ist halt auch, hier spielt man natürlich auch in Anführungszeichen immer gegen die gleichen Leute, aber der Pool an gleichen Leuten ist ein bisschen größer. Ja, wenn man sich mal die Mittwochsrangliste anguckt, da kommen schon einige SpielerInnen zusammen, ne? Ja. Ah, hier kommt die Info auch. Einmal im Monat, genau. Okay. Dienstags Turnier beim RSB. Da gab es doch immer Preisgeld, also das zu gewinnen hat sich immer gelohnt. Also richtig viel Preisgeld, oder? Richtig viel Preisgeld. Richtig viel, okay. Ich Und Björn bleibt erstmal dabei, aufs Richtung Tor zu gehen mit dem Zieher. Ja, oder fehlt jetzt ein Pass in die Tasche, ja? Oh, ein schönes Timeout. Mario ist auch richtig heiß, ne? Das merkt man richtig. Ne? Ja. Der hat Bock. Das finde ich. Also, er gewinnt ja momentan auch ab und zu mal das Mido. Und für manche oder viele ist das Mido halt so das Standardprogramm am Mittwochabend. Und das spielt man halt mit, wenn man es mitspielt. Und man kommt dann halt so weit, wie man kommt. Aber Mario kommt, glaube ich, echt her und gibt jede Woche alles. Das ist geil. Auf jeden Fall, das ist richtig super. Na, mal schauen. Ball zum 3-3. Boah. Zwischen die Puppen rein, da? Ja. Ja. Gute Lücke gewählt. 4-2. Ja, Mario hatte das eben auf der Hand, ne? Den Ausgleich, ja. Ah, krieg ich den Ball nochmal, ja. Schön. Schön geduldig. Ah, okay. Das ist natürlich jetzt eine gute Gelegenheit. Jetzt sehen wir ja gleich nochmal hier die Rechtslangpeitsche von Mario. Von Mario, ja. Die wird dann auf jeden Fall mit sehr viel Überzeugung vorgetragen. Wer sie nicht kennt, also ich würde mich freuen, sie zu sehen. Definitiv. Aber vielleicht muss er dann noch seinen anderen Handschuh anziehen. Hat er einen anderen Handschuh dafür? Man weiß es nicht. Den braucht er nicht. Der geht immer. Bergedorfer Schule. Die harte Schule, ja. Ja, ich meine, er spielt halt auch echt schon lange, ne? Das darf man immer gar nicht so Ich freue mich jedes Jahr wieder in dieses Foto von, von Olli Schlanke und Mario, wo sie, ich weiß nicht, ein Turnier gewonnen haben oder auf dem Treppchen so waren. Süß. Von vor...
Ich weiß es nicht. Dieses Foto taucht jetzt schon jahrelang immer wieder bei mir in der Timeline auf. Und es wird von Jahr zu... Ja. Das ist einfach... Immer wieder schön. Ja, das ist echt ein sweetes Bild von den beiden. Stimmt, die beiden waren auch mal so ein richtig festes Doppel, Olli und Mario. Jo. Und Olli hat viel mit Nico auch zusammengespielt. Und Mario hat ja, finde ich, das letzte Jahr unglaublich gut mit Otto zusammengespielt. Ich weiß gar nicht, ob die dieses Jahr zusammen auch zur DM fahren? Weiß ich nicht. Ob die sich qualifiziert haben? Weiß ich auch nicht. Glaube nicht. Oh, schön. Da ist das 4 zu 4. Wahnsinn. Oh. Jetzt mal gucken, ob sie nochmal switchen. Tun sie nicht. Finde ich spannend, weil... Mal gucken. Rabi schaffelt da jetzt ein bisschen, ne? Ja. Also der Abstand zwischen seinen Puppen ist immer gleich, aber da will Adi den rechts. Und Rabi fährt den raus. Und so diszipliniert wie Mario aktuell unterwegs ist, nimmt er jetzt, glaube ich, das Timeout. Hat keins mehr. Dann nimmt er dann den links. Oh, und was schön. Für ein Traumpass. Ja. Den kann man auch mal fangen, Mario. Weil jetzt passiert wahrscheinlich das, was immer passiert in der Crunch-Time. Björn wird ein Tor schießen. Ja, oder den Krutzki machen. Oder den Krutzki machen. Ist nein, ja, stimmt, also. Das ist ja der erste Satz. Alter Schwede, ey, Wahnsinn. Ja, ich sage es, auf Björn ist einfach, also ich mache irgendwann so eine Zusatzabstimmung bei Matchbällen und Satzbällen. Schießt Björn jetzt das Tor? Ja, nein. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Alle gewinnen. Also richtig, richtig cool. Ja, auf Krutzki ist Verlass sowieso. Nice. Ja, das ist nicht schlecht. Da muss Rabi aber auch noch so ein bisschen verdauen, ne? Ja, und wir haben ja hier... Hakuma Matata macht doch so gerne Clips von der Bande gerade, die war ja richtig geil. Die war ja angezogen und dann Rums. Den würde ich gerne als Clip. Und jetzt bin ich gespannt, ob Mario das Niveau, was er ersten Satz gespielt hat, aufrechthalten kann. Weil ist jetzt so denkbar knapp verloren und so gut gespielt, dann den Satz trotzdem nicht gewonnen. Jetzt ein bisschen wegbricht oder ob er das halten kann. Ich bin gespannt, ob Adi mal nach links schießt. Ja. Also, nein. Braucht er aktuell noch nicht. Scheinbar. Ah, hier auch schön. Auf Krutzki ist Verlass. Vielen, vielen Dank für den Clip. Ja. Die gucken wir uns gleich nochmal an. Auf jeden Fall. Oh, und dann hat Mario ein bisschen Glück hier noch den Abpraller von der Bande dann gefangen auf der 3. Ja. Oh, da war aber nicht viel Platz. Nö. Aber gut. Schön. 1:1. Also 5er-Reihe bei Adi. Gute Quote. On point. Daran liegt sie ja nie. Und dein Traum oder dein Wunsch wurde erhört. Vielleicht hat Adi dich gehört und hat sich gesagt, wenn Svenja einen Links sehen will, dann feuer ich da auch mal einen Links rein. Ja, ich habe jetzt mal ein bisschen darauf geachtet. Also ich finde es ja mega unangenehm, gegen Adi zu halten. Und aber bisher war sehr rechtslastig irgendwie unterwegs, tatsächlich. Adi schießt heute Mittelauflage, Standjet. Oh. Ah, okay, 2:2 und jetzt hier der Wechsel. Jo. Also Mario ist heiß. Ja. Ah, ist auch eine gute Idee. Rabi nicht, hat immer mal wieder eingehalten, aber auch nicht so gut und Mario blockt nicht. Und da ist er links und den hält Mario dann. Auf Reaktion, ne? Oder was ist der da? Oh. Der war laut, den hat man sich hier... Ja.
hier oben sogar noch Druck gehabt auf dem Ohr. Schön. Also Fünferreihe auch von Mario Zucker. Ja. Da irgendwie einfach eine sehr gute, also Intuition oder so, wo es als nächstes aufgeht, weil er passt ja sehr oft dahin, wo eigentlich zu ist. Aber es trifft da echt immer sehr gute Entscheidungen. Und diesmal ist es nicht der Matchball, sondern nur das Tor zum 4-2. Richtig schicker Zieher. Und so geht's dann dahin. Super. Trotzdem. Ja, nimmt den rechts wieder. Wichtig. Da wird wieder getauscht, haben auch noch beide Timeouts. Vollgas. Und Ali nimmt wahrscheinlich gleich einen Timeout. Doch nicht, okay. Und rechts und Mario ist da. Mal gucken. Boah, schöner Block von Rabi. Und... Aber... Nimmt das Timeout und schickt Mario wieder nach vorne. Kommen jetzt die Teamplay. Ja. Kommen jetzt die Karten raus? Heute nicht dabei, ne? Nicht dabei. Noch kein Bedarf. Ah, die ärgert sich jetzt ein ganz kleines bisschen. Ja, aber Matchball hat noch zwei Timeouts. Ich wollte ja kurz gehen noch den großen Auftritt lassen. Ja. Dafür muss, glaube ich, erst 4-4 stehen. Und Krutzki hat sein Tor ja auch schon gemacht in dem Satz. Also ja, vielleicht sagt er auch so. Oh, bitte. Ja. Nächste Chance. Stark gemacht von Adi. Ja. Aber dann. Schönes 2-0. Finde ich. Alles richtig gemacht, die auf Adrian und Björn gesetzt haben. Ja, da gehen 2800 Punkte jetzt in den Umlauf auf 5 Leute. Okay, ja, spannend, spannend, spannend. Und ich bin gespannt, wie die anderen Bäumchen aussehen im Profifeld. Was da noch jetzt auf uns wartet, weil das Spiel war irgendwie intensiv, aber es hat nicht ewig gedauert, glaube ich, ne? Ja, ich versuch mal hier auf Tisch Nummer 10 zu gehen. Ah, das ist gerade vorbei. Knut und Marius haben da gegen Olli und Kai gespielt und ich weiß jetzt nicht, wer da gewonnen hat. Ah. Das ist gerade vorbei. So, sind wir da im Bernd und Honsel, die sind auch im Viertelfinale. Das war ja sehr, sehr überrascht. Wie konnte das passieren? Nee, ja, also naja. Ja. Nee, schon, also Honsen ist ja in der letzten Zeit öfter so mit dabei. Ja. Genau. Aber das finde ich richtig gut, dass das jetzt so ein bisschen kontinuierlicher auch wird. Hätte ich jetzt aber, na gut, Sanna, Jan Schlicht, ich weiß gar nicht, wer da vorne gespielt, wahrscheinlich Jan. Gehe ich mal von aus. Ja. Könnte jetzt aber auch ein spannendes Spiel an Tisch Nummer 3 da sein, ne? Yoshi und Ferras. Ja, ganz spannend. Letzte Woche hat Joschka ja in der Box von Hansel gespielt. Stimmt. Und ihm so ein bisschen gecoacht, sag ich mal. Und hier sehen wir, Marius und Knut haben gegen Olli und Kai gewonnen. Sind damit Halbfinale. Oh, und das ist natürlich hier auch ganz spannend. Maura und ihr Bruder Till, die spielen hier gerade am Tisch Nummer 2. Gegen Jing Jing und Ivo. Genau. Jing Jing und Ivo hatte richtig stabile Vorrunde gespielt. Ja. Die waren nach der Vorrunde auf der 2 und haben ungeschlagen. Mit 4 Siegen, genau.
Genau wie Mario und Ravi, auch ungeschlagen in die Hauptrunde gegangen. Ja. Können wir da mal luschern, ob die beiden schon einen Satz haben oder ob ja, also ich glaube, dass... Wie lange läuft das Spiel schon? Das Spiel läuft seit 6 Minuten. Ich glaube, da ist noch kein... Ja, okay, dann ist es wahrscheinlich noch der erste Satz, ja. Okay. Wir können jetzt aber tatsächlich mal versuchen, hier so ein bisschen ranzugehen. An Tisch Nummer 3. Ich mach das einfach mal, ne? Ja, können wir die Pormans auf die 1 schicken? Ja, wenn sie gewinnen... das vielleicht das, im Rahmen des Möglichkeiten, ja. Weil entweder wird ein Halbfinale sein Adrian und Björn gegen, ich vermute, Joschka und Terras, und das andere könnte Marius und Knut gegen die Pormänner sein, gegen Maurer und Till. Ja, wir sehen jetzt hier auf jeden Fall Tisch Nummer 3 erstmal. Das scheint auch noch der ist das noch der erste? Nee, das ist der zweite Satz. Den ersten haben Honsel und Bernd schon geholt und die führen. 4-3. Das heißt dann wohl, dass das Coaching von Joschka direkt fruchtet. Aber Joschi legt. Und schießt das 4-4. Eieieiei, also spannendes Spiel hier. Wie der Block von Joschi aussieht. Ja, Honsel, das finde ich ja bemerkenswert. Der hat ja auch einen sehr, sehr guten Balllauf, ne? Und sehr ruhig und sehr... Und dann aber dieser, wenn der Pass ausgelöst wird, der ist schon sehr druckvoll. So viel aber da, in der Drucksituation, kann er seinen druckvollen Pass dann leider nicht fangen, in der Situation. Und jetzt, kleine Teambesprechung auf der anderen Seite, was da jetzt gespielt wird. Der Ball ist jetzt wichtig, den Ferras rausspielt, weil... Ja. Sonst vorbei. Vielleicht verloren, ja. Sieht aus, als ob ich am Tisch stehe. Ja, hier, der Übergang hier. Ja. Ivo ist ja eh mein Frisur-Double, deswegen passt das. Oh, diese Domcam, ne? Toll, ne? Einfach Wahnsinn. Oh, und... Genau das sollte nicht passieren. Eieiei. So, da macht sich der Honsel bereit. Und kurbelt ihn rein. Bitter. Bitter, bitter. Damit sind Honsel und Bernd aber im... Oder war das ein Achtelfinale? Nee, die sind im Halbfinale. Ja. Oh. Oder? Das war seines Erachtens ein Foul. Überdreht, ja. Wer kann das schon beurteilen? Also, wenn du Schiri gewesen wärst, hättest du das gecallt. Wie ist denn jetzt der Baum? Honsel spielen gegen Krutzki und Bernd. Echt? Und ah, ja. Halbfinale. Ja, geil. War Honsel nicht irgendwie vor 1-2 Wochen auch schon im Halbfinale oder so? An Tisch 1, da haben wir, glaube ich, oder irgendwie auf jeden Fall auch vor ein paar Wochen. Das kann sein. Ja, kann Überdreher beim Kurbler. Ja, ist immer ein bisschen schwer zu sagen, ne? Ja. Ja. Aber vielleicht gibt's da ja nochmal ein Clip. Ein Clip? Ein Clip, ja. So, wir nutzen die Übergangszeit mal, um hier alles einzurichten und noch einmal durchzuatmen und uns vielleicht mit neuen Getränken zu versorgen. Ne? Ja, ich gehe mal auf die Suche nach was. Du gehst mal auf die Suche.
So. Svenja, pünktlich zum ersten Ball auf Addis 3 wieder da. Okay, es geht ja hier Schlag auf Schlag. Ja, das habe ich natürlich vergessen. Wir brauchen noch eine Vorhersage. Hey. Ja, das ist ja während des alles. Ersten Satzes ist natürlich immer noch viel schöner, weil da kann man sich schon mal einen kleinen Eindruck verschaffen. Ja. Ja. Da ist sie doch schon raus, die Vorhersage. Da ist sie raus, genau. Ja, spannend. Also, richtig cool. Bernd und Honsel habe ich jetzt bei dem Feld heute nicht im Halbfinale gesehen. Finale erwartet, nö. Nicht zwingend. Aber Honsel hat es ja auch vom Besten gelernt, wurde mir zugetragen. Ja. Dass hier in kleinen Gruppen während Corona, wenn es erlaubt war, ja, trainiert wurde im Kicks. So sieht's aus. Ja, Rico hat die Boys unter seine Fittiche genommen, die Honsels und Viktors und Laszlos dieser Welt und die quasi von überzeugten No-Pro-Spielern rangeführt. Und jetzt sind sie gierig. Ja, entwickeln sich ja auch alle. Ja. Ich finde, dass Honsel halt irgendwie... Das ist schon das 2:0 für Kutzki und Adi hier jetzt. Okay, Timeout, oder? Ja. Kommt Honsel über die 5? Ich habe da jetzt gerade nicht drauf geachtet. Kommt er rüber oder blockt Adi? Boah, weiß ich nicht. So, hat noch nicht geguckt. Also nicht. Und, weil das finde ich ja immer bei Adi so wahnsinnig ja, der Fünferblock ist gut. Schon... Also gestern auch beim Lotteriespiel, der hat Mattes, glaube ich, fast alle Bälle abgeschraubt auf der von 5 auf 3. Das war wirklich richtig krass. Also eine ganz, ganz große Klasse von Adi da. Wir können ja mal gucken. Ja, der Chat hat auch ein kleines Favoritenteam mit Björn und Adi. Willst du anstoßen? Nee, ich war nur gerade unsicher. Das ist so meine Schwangerschaftsdemenz. Prost, ob ich dir ein Getränk mitgebracht habe oder nicht. Sorry. Ja, da haben wir den Matchball von gerade nochmal gesehen. Gut ausgeführt. Ja. Könnt mir vorstellen, weißer Handschuh, Pinshot aus der Mitte, wer da das Vorbild sein könnte. Ich weiß nicht. Spielen die schon? Sind die... Nee, das andere Viertelfinale ist noch in Gange. Ah, 1:1 setzen da, oder was? Ich glaube 1:0. Ah, 1:0. Oder sie haben ihn nicht gestellt. Aber hier geht's fix. Ein Tor haben genau. Honsel und Bernd gerade auch den schon. Schönen links. Genau, ja. Ja, über diese Fünferreihe rüberzukommen, das wird nicht einfach. Ja. Und so ein bisschen mit Tappen und dann zornig recht rein. Okay. Boah, 34.000 Punkte. Das ist mal ordentlich. Ja. Genau das wollen wir sehen. Genau. Und jetzt, Honsel und Bernd, bitte noch ein spannenderes Spiel. Das wäre natürlich ein Traum. Wie viel Euros in Tattoos investiert der Herr? Ich würde sagen, schon eine ganze Menge. Es ist aber auch nicht mehr so viel Platz. Genau, und es ist ja, glaube ich, ein großes zusammenhängendes Gesamtkunstwerk. Genau. So, 4:2 steht's. Und ich weiß gar nicht, ob Bernd jetzt vielleicht gefragt hat, ob die mal tauschen oder so. Aber... Adi. Jo. Relativ schmerzlos. Souverän, ja.
Ja, da muss ein bisschen mehr kommen bei Honsel und Bernd. Sagt sich so leicht, ne? Ja. Guck mal, jetzt ist das da auch. No. Was ist das? Okay. Müssen wir uns nochmal angucken. Gut, wir gehen in den zweiten Satz. Kurze Technikunterbrechung. Ja. Bin gespannt, ob Honsel da eine Lösung für Adis Fünferblock finden wird. Weil Adrian hat gefühlt nach Belieben gelegt und geschossen. Und schöner Kobler auf drei Viertel. Und da ist dann mal der Switch. Ja. Finde ich dann ein bisschen früh in dem Satz. Aber scheinbar hat Bernd eine Idee. Ah ja, zweimal. Adi da zweimal an die Bande. Ja. Eigentlich, ne? So an der Bande stehen und den Ball nicht behalten können. Ist halt nur ein halber Block. Aber Honsel direkt gehalten und da muss Bernd, frühes, frühes Timeout. Ja, aber das finde ich gut, dass Bernd jetzt Honsel nach vorne lässt, weil also Honsel hatte jetzt den ersten relativ souverän durchgelegt. Ja, und gefühlt am Ende vom ersten Satz ja auch so ein bisschen reingekommen, wenn er da... Mhm. Also man hat ja auch wahrscheinlich so ein bisschen Schiss vor Adis Fünferblock. Man weiß ja, wie gut der ist. Man spielt nicht so oft Halbfinale. Man spielt an Tisch 1. Dann muss man noch auf Krutzki schießen. Ja, genau. Da kommen schon viele Sachen zusammen. Die Last wird immer schwerer sozusagen, ja. Ja, das stimmt. Adi und Krutzki da natürlich hier Fernsehtisch erfahren. Ja, kann man so sagen. Ja, auch nicht nur hier aus dem Kicks, ne? Also... Ja, das Rausspiel von Bernd ist auch immer torgefährlich. Also da geht's auf jeden Fall mit viel Druck immer raus. Ja, bei Bernd sieht man auch, woher er kommt so ein bisschen, ne? Aus der Kneipe? Genau, oder, ja. Aber der kann halt so krasse Trickshots halt auch machen. Der hat ein so gutes Ballgefühl. Das ist echt Wahnsinn, was da alles aus diesem Backpin, Handgelenksdrücker... Ja. Ja, vor allen Dingen an Banden, das ist schon ganz schick. Ja. Also auch ein guter Einzelspieler, Bernd. Hat auch einen Tisch zu Hause und war fleißig auch. Bande ist auf, ne? Ja. Wedelt er schon so eklig mit der 3 so ein bisschen rum. Steht mal auf der einen, mal auf der anderen. Gucken. Ja, du hattest recht. Bande ist offensichtlich auf. Für Krutzki gefühlt eh immer irgendwie. Ja. Dann bricht die halt ein bisschen kürzer oder länger. Das kann er halt wirklich variieren, ne? Also das macht er nicht einfach so, sondern das ist schon... Mal gucken, ob Honsel bei dem Kobler bleibt. Nee, dann nimmt er dann mal konsequent einfach den rechts. Und da ist die Führung. Die Führung, ja. Ja, ich glaube, die beiden auf der rechten sollten dann vielleicht nochmal tauschen, weil das hat ja gut geklappt. Ja. Bernd hatte, glaube ich, eine gute Idee beim Block und Honsel hat gehalten. Weil so wird's schwerer. Ja, gut. Ja. Ja, und an Tisch Nummer 2 ist gerade vorbei gegangen. Und ich glaube, Ivo und Jing Jing, Jing, Jing haben also von der Körpersprache hat keiner gewonnen. Ja.
Aber, Ja, doch. Würde mich für Ivo sehr, 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 sehr freuen, weil, der ist immer so ein bisschen unterschätzt, finde ich, tatsächlich. So, und, von mir nicht. Nee, aber der aber kann manchmal so das, was er an Talent hat, nicht ganz so auf die Platte bringen, finde ich. Ja. Und wenn er jetzt so mit... Er hat auch keinen festen Doppelpartner oder Doppelpartnerin. Und mit Jing Jing scheint das gut zu klappen. Ja, er hat ja auch schon mal Mido gewonnen. Ja. Mit Caro. Also du hast ja die Theorie, manche Spieler spielen mit Frauen besser zusammen. Vielleicht ist das bei Ivo auch der Fall. Er spielt ja auch ganz oft mit Lübke zusammen und die spielen ja eigentlich auch immer sehr erfolgreich. Ja, ja, also mein Beispiel ist ja immer Wieland. Der hat mit Vivi richtig gut gespielt. Ja. Wir haben gerade übrigens eine weitere Bande von Björn verpasst. Na das gut. 3-2. Und ich finde es ja spannend, ich gucke ja immer ein bisschen, wo, wenn Bernd den Ball auf der Zweierreihe hat, wo er den Torwart hat, weil ich habe es immer so gelernt, dass man eigentlich so ein bisschen den Torwart dahin nimmt, wo man vielleicht auch abschießen will oder so, und er fährt ihn ja aber ganz raus, ja, sozusagen. Gibt es ja auch unterschiedliche Theorien, aber... Ah, ne, jetzt fährt er sie da mit der Zweier. Schöner Pass. Schön gefahren von Bernd. Nee. Wo arbeitet Bernd eigentlich? Können wir das, dürfen wir das verraten? Bernd arbeitet in der Landgang-Brauerei tatsächlich. In der schickes Ding. Da tut er so, als ob das nicht so sollte, aber die schießt er gerne am laufenden Band. Aber die kann man auch klippen. Also 3-3 damit jetzt hier, ja, in dem zweiten Satz. Das könnte ja jetzt nochmal spannend werden. Und hält. Ja. Und was kommt jetzt? Vielleicht noch so eine brutale Backpin-Bande. Aber was aus Bernds Handgelenk rauskommt, ist halt auch echt krass, ne? Ja, Wahnsinn. Ja, die kennt Bernd natürlich auch so ein bisschen. Ja, scheint ja auch ein bisschen besser, nehme ja ich an. Und? Gutes Timeout aber hier von Adi. 4-3, genau, vorher ein paar verschossen. Tor von der 2 kassiert. Man will nicht unbedingt in den dritten Satz gehen. Oh, nochmal kurz sammeln. Reinschießen. Blocken. Nochmal reinschießen. Spiel vorbei. Adi müsste nur einen richtigen Rechts schießen. Der ist immer auf. Wenn man so einen Rechts hat wie Max Tölke, dann ist Rechts natürlich eh immer, immer auf. Weil der einfach Deadman kommt. Haben nicht Max und Adi am Wochenende auch zusammen gespielt? Die haben am Wochenende gespielt. Da hat Adi noch so eine Dreiviertelauflage gespielt. Vielleicht hat... das war jetzt mal ein ordentlicher Rechts. Mhm. Kein Max Tölke rechts, aber schon ein guter Rechts. Also vielleicht hat Max Adi ja ins Gewissen geredet, dass die Dreiviertelauflage vielleicht nicht seine beste 3 ist, die er spielen kann. Bin ich aber auch irgendwie so... Also, ich finde, Adi kann halt alles super spielen. Also, ja, das ist irgendwie Jammern auf hohem Niveau, sage ich mal so. Gegen mich packt er im 5. Satz dann immer Pinshot aus. Und gewinnt dann damit. Bin jetzt aber gespannt, ob Honsel das hier schafft, jetzt auf 4-4 zu verkürzen und entscheidet sich da wieder für den Kurbler. Ne? Ja. Und Time to Shine, das ist... Er hat ja schon echt Banden. Ja. Könnte aber eher ein Drücker werden, ne? Da kratzt er sich erstmal am Kinn. Was mache ich denn jetzt?
Oder ein Bonki, ja. Jeder aufs Tor, Bernd hält zwar, aber kann dann den rauslaufenden Ball nicht halten. Matchball. Ich habe eigentlich noch gar keine Schere schießen sehen. Macht er aus seinem Mitte-Jet ja, glaube ich, auch gar nicht so viel. Er hat so ein gutes Timing gefühlt auf große Teile des Tors, dass er die nicht braucht. Aber ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass Adi sonderlich viele Scheren schießt. Bei seiner Dreiviertelauflage natürlich, da steht er ja schon so maximal schräg auf dem Ball. Was fasst Björn sich denn da immer so ins Gesicht? Björn hat ein bisschen Allergie tatsächlich. Okay. Ich glaube, die Haselnuss ist schon, ist schon da. Okay. Fliegen. Gucken. Da will. Ja. Er wollte da unbedingt durch und dann halt so aus dem rollenden Ball. Dann halt so. Wir haben gerade schon wieder den Matchball geschossen. Ja. Also, das macht er. Das ist sein Ding, würde ich sagen. Ja. Und weil wir so gut in der Zeit sind, sehen wir jetzt auch noch das andere Halbfinale offenbar. Ja. An der 1. Ja, hat Rico noch ein Zuckerspiel für uns aufgehoben. Marius. Nur für dich, Marius. Ja. Super Marius voll. Und Knut. Eigentlich müssen wir hier noch so kleine Herzchen. Ne? Ich trage ja ein Herz, ne? Heute hier, FC St. Pauli, 1910. Herz, genau. Schöne Grüße gehen raus an FC St. Pauli Tisch Fußball. Die haben uns, Rico, Victor und mir, das mal hier beim Kicks Table Talk, da hatte Ludas und mich an. Und das ist ein ganz tolles T-Shirt, was man bei dem Museumshop vom FC St. Pauli erwerben kann, tatsächlich. Gibt's ja auch für Kids und so ganz, ganz cool. Gibt's auch Socken davon. Ich bin ganz großer Fan. Hast du dich schon komplett eingedeckt? Alles. Oder nur das Shirt? Okay. Nein, bisher ist es nur das Shirt, aber ich habe da schon was im Sinn. Sagen wir es mal so. Ich warte ja immer noch auf das größere Stream Deck, das uns jemand schenkt. Ja, ne? Echt, ey. Also, da habe ich mich auch, gesagt hier, wenn Pablo und Jan haben ja die Junioren gestreamt da aus Kiel und die hatten doppelt so großes Stream Deck da stehen, wenn nicht sogar vierfach so groß. Das kann nicht sein. Das kann es einfach nicht sein. Im Finale spielen wir auch Best of Three. Wir hatten das eine Zeit lang mal ausprobiert mit dem Best of Five. Das war dann aber wirklich immer so ein Hin und Her mit der Zeit und vor 12, nach 12 oder was weiß ich. Ne? Dann haben wir jetzt gerade, wir haben es probiert und für nicht so gut befunden. Dann lieber finde ich hier wirklich diese zwei Halbfinale, wenn es zeitlich passt, nacheinander. Ne? Ja. Das ist irgendwie eigentlich auch schöner. Ja. Genau. Und jetzt haben wir auf jeden Fall auch wieder ein Halbfinale, wo die Favoritenrollen, glaube ich, relativ klar verteilt sind. Ja. Würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Also, ja. Jingjing war ja letztens, glaube ich, auch schon mal im Halbfinale mit Bela. Kann das sein? Oder auf jeden Fall relativ weit vorne mit dabei. Ja, Jingjing ist auch einfach wirklich eine richtig gute Spielerin. Die hat ein unglaublich krasses Ballgefühl. Das stimmt. Und ein gutes Auge, also Hand-Auge-Koordination ist sehr, sehr gut. Point. Und die sieht ihre Lücken sozusagen immer sehr gut, ne? Und lässt den Stürmer auch gut aussehen. Ich bin gespannt, wie sie auf Marius so hält. Und vor allen Dingen Marius rausspielen ist auch nicht immer. Wobei ich glaube, da findet sie gute Lücken. Ich bin gespannt. Oh, und vor allen Dingen bin ich gespannt, wie Knut Ivo halten wird. Ich finde, Ivo hat nicht so den schnellsten Jet der Welt. Er spielt jetzt wieder, also er ist bei Jet geblieben dann, er ist, ne? Glaube ich, bei Jet geblieben. Okay. Hat ja auch aber mit Pim angefangen, also. Er kann die Lücken echt gut zum Teil, also die Ecken kann er richtig gut timen.
Also da bin ich gespannt, wie er das machen wird. Ich meine, er hat gerade gegen Maurer schießen müssen. Viel schwerer wird's nicht. Ja. Eine Vorhersage. Natürlich. Kommt sofort. Wer hat gerade gewonnen? Adrian und Björn. Erstmal die Punkte der Letzten. Und dann machen wir noch eine Vorhersage. Für jetzt. Ja, ihr seht jetzt hier an Tisch Nummer 1 das zweite Halbfinale hier heute vom Mido. Auf der linken Seite Knut Schreckler in der Box und im Sturm Marius Meyer-Hemme. Und auf der rechten Seite im Halbfinale Ivo Pinheiro. Oder? Habe ich das richtig ausgeschrieben? Jo. Pinheiro und Jing Jing Gi in der Box. Ich bin gespannt. Also, Arne tippert hier gerade noch die Vorhersage ein. Und da ist sie auch schon drin. Also, fleißig Kanalpunkte setzen. Das ist schon das Halbfinale. Und solche Doppel wie Mattes und Finn, die sind schon in der ersten K.O.-Runde tatsächlich heute ausgeschieden. War heute ein sehr toughes Feld. Ja. Ja, und Ivo und Jing Jing haben eben auch im relativ langen Spiel gegen Till und Maurer gewonnen. Genau. Die Purman Connection ist heute hier am Start. Und im Finale warten, für die, die vielleicht jetzt gerade erst einschalten. Adrian und Björn. Mal wieder. Schon fast Stammgäste momentan im Mido-Finale. Finde ich aber gut. Also ich finde es gut, wenn es so etablierte Doppel-MV gibt. Das ist schon... Also, das ist schon ein gutes Ding, einfach wenn man so auch sagt, man spielt Turniere zusammen und so, besser kannst du dich nicht einspielen. Ja. Und ich meine, Kutzki und Minjung haben ja früher zu ihrer Hochzeit auch viel hochrangig P4P und Kicks Open und sowas gespielt, also und Masters. Oh, da macht Marius mal ein schnelles schnellen Ding. Ja. Ja, der Dead von Ivo ist unangenehm ansatzlos, das stimmt. Deswegen halte ich den noch nicht. Ich halte nur Leute, die ein bisschen Ansatz haben. Und die auch nicht. Aber wenn... Arne, immer Understatement hier. Aber 1-0 steht für Marius und Knut hier jetzt im ersten Satz. Im Halbfinale und da ist das 1-1. Oh ja. Irgendjemand hat ja vergessen, die Tore zu stellen. So, jetzt bin ich gespannt, wie Jing Jing so fährt. Okay. Marius nimmt da die Mitte. Ja. Marius legt aber auch gleich richtig dynamisch los, ne? Also ja. Wir direkt zeigen, hier gibt's nichts zu holen. Dann scoret Knut auch noch. Keine Geschenke hier. 3-1. Nee. Ich bin auf jeden Fall auch Fan von Ivos Spiel. Auch wenn er damals das Mido, was er gewonnen hat, gegen Joschka und mich gewonnen hat. Das vielleicht immer auch gerade tief. Deswegen. Ja, das sitzt sehr tief. Nein, eigentlich nicht. Ich kenne auch ein Spiel, was bei mir sehr tief sitzt. Und schöner Wechsler. 4-1 schon, Wahnsinn. Das ist jetzt. Da wird Ivo sich richtig ärgern. Ja. Oh. Krass. Wieder so ein bisschen angezuckt. Den kassiere ich auch immer, wenn wir gegeneinander spielen. Ja, so schnell geht der erste Satz vorbei. Ja, und die Vorhersage läuft immer noch. Also, wer jetzt, wer mutig ist, kann auf Ivo und Jing Jing setzen. Ivo auf jeden Fall ein sehr analytischer Spieler.
der wird auf jeden Fall noch im Spiel ankommen, glaube ich. Das ist keine Falle. Nein, ich möchte niemanden da jetzt reinlabern, da Punkte zu setzen. Ich bin da felsenfest von überzeugt. Aber Dude und Marius ist halt auch einfach eins der Hamburger Top-Doppel. So. Das ist aber dann irgendwie jetzt auch, also nichts jetzt gegen dieses Halbfinale so. Aber im Finale Adi und Kurzki gegen Marius und Knut, das lässt ja der Baum auch nicht oft zu, ne? Nee. So, aber Jing Jing hält jetzt. Ja, jetzt können wir mal ein Rauschspiel uns angucken. Ja, erstmal ein richtig schönes Setup wahrscheinlich. Okay, geht da jetzt auf... Wollte ich gerade meinen, eigentlich schießt die eher so aus dem Tic-Tac oder Zier. Ja, genau. Kein Pin. Schön. Mario ist gerade in Wechsellaune, ja. Und hat offenbar auch seinen Block wiedergefunden und Io dann auch, wie soll man es nennen, ein bisschen fahrig, überhastet. Ja, das Spiel eben, was die beiden natürlich davor hatten, das Halbfinale, das war, ja, glaube ich, auch schon recht lang und sehr umkämpft auch. Das macht das Mido ja auch so hart, man, wenn man weiterkommt, hat man einfach viele intensive Spiele direkt hintereinander. Ja. Und wie heißt nochmal Knuts Zierauflage? Also manche nennen sie Mogelauflage. Was? Weil es von da verhältnismäßig einfach ist, den Ball zumindest sicher rauszubringen, würde ich behaupten. Auf dem Niveau, wie Knut das macht, ist natürlich auch von da extrem torgefährlich. Danke, dass du mich dazu gebracht hast, das nochmal zu sagen, Max. Danke. Und, wie ich gesagt habe, Ivo wird in dem Spiel auf jeden Fall ankommen. Gehalten. Und Jing Jing. Genau. Ja. Ich habe Jing Jing falsch geschrieben. Und das ist die Führung, die 3-2 Führung für Ivo und Jing Jing. Und stimmt, da kommt das. Ich habe ein G zu viel. Das tut mir voll leid. Das sollte nicht passieren. Das ist ja schnell korrigiert. Ja. Muss ich jetzt auch nochmal rein? Und schon ist es richtig. So, 2-3 die Führung hier, jetzt aus Sicht von Jing Jing und Ivo. So, Marius kann jetzt hier nicht ausgleichen. Na, hey Jing Jing, ein Türchen müsstest du noch auf der rechten Seite stellen. Perfekt. So. Oh, schöner Passversuch. Und... ja. Sagen wir ein bisschen glücklich. Stark, da ist es 4-2 hier. Ja. Ivo kommt richtig geil rein beim Schießen. Ich glaube, hat er schon 4 Schüsse in dem Satz? Ui. Ui, nicht. Der war saftig. Überzeugt, ja. Manchmal hört man Schüsse hier oben anders, sag ich mal. Auf Und der gehört da auf jeden Fall dazu. Schick.
kommt jetzt richtig gut über die Fünferreihe bei Marius. Ja. Er kann ja auch nicht blocken. Hat er verlernt. Ja, wie er uns heute mitgeteilt hat. Und der rechts war sehr weit auf. Ärgert Ivo, glaube ich, auch ein bisschen, weil seine Entscheidung war goldrichtig und dann ist die Ausführung einfach nicht da. Und bringt den Ball wieder sicher zu Ivo. Ah, diesmal blockt er aber den Feldpassversuch da. Ja. Der kurze dafür. Ja. Oder der. Und damit haben wir einen Satzball. Stark. Ein schönes Timeout. Ja, können wir hier mal die Sicht aus unserer Kabine mal zu euch nach unten bringen, sozusagen. Also so gucken wir auf den Tisch ungefähr. Und deswegen versteht ihr das vielleicht auch, wenn man immer so ein bisschen verwirrt ist, wie rum man die Spieleranzeige machen muss. Ahne, heute war Pfeifbar-Training. Ja, ich weiß. Ich habe auch trainiert, ganz fleißig. Wirklich, ganz fleißig, früher mit Yoshi, sehr lange. So, erstmal Satzball gehalten. Gut, Knut geht aufs Tor. Jetzt bin ich gespannt, was Jingjing macht. Also, dieser Slice da. Gut. Direkt der nächste Ball auf die 3 von Ivo. Marius guckt noch skeptisch auf seine Puppen, wie er da gerade stand. Und wir gehen in den dritten Satz. Ja. Wupp, wupp, wupp. Wer hätte das nach dem Verlauf vom ersten gedacht? Nee, ich habe das, glaube ich, zu früh hier ausgesprochen, ne? Ja, weil ich ja meinte, dass, also wenn jetzt Marius und Knut in sich ins Finale schießen würden, wäre das schon so ein Doppel, was man auch vor 8 Jahren hätte sehen können, ja, oder so, das, ne? Stimmt. So eine Finalbegegnung. Ah, oh, es hat auf jeden Fall 4 zu 4 von rein von der Anzahl der Stimmen. Ja. Ist es gleich. Die gesetzten Punkte sind ein bisschen höher bei Marius und Knut. Ja. Schön. Klatscht Ivo nochmal in die Hände. Auf geht's, den dritten Satz. Ja. Come on. Und Marius sich jetzt auf das besinnt, was im ersten Satz sehr gut funktioniert hat. Die ganzen Wechsler nämlich. Ja. Startet auf jeden Fall mit einem. Ja, das macht Marius halt verrückt, dass er da gerade nicht blocken kann. Ah, Knut ist zum Ende vom ersten Satz ja schon wieder beim Halten ein bisschen besser reingekommen und ja. Abgerissene Pin könnte noch teuer werden. Alter Traum! Ja. Also die Quote, wenn Jingjing den Ball hat, hatte danach fast immer Ivo den Ball. Entweder auf der 5 oder auf der 3. Also das ist echt geil. Ja. Ivo aber auch so ein bisschen gefühlt ein bisschen rechtslastiger unterwegs vom Schuss. Ja. Voller Körpereinsatz hier von Marius. Okay. Wahnsinn, richtig cool. Ich habe nicht zu viel versprochen, glaube ich. Ne? Dass Jingjing ja wirklich das Ballgefühl einfach in den Händen hat.
Und da krasser Dreiviertel oder so dadurch. Oh, hat er Glück. Oh, wollte er einen Stupser machen. Mhm. Den macht er auch nicht so oft. Unterschätzter Schuss, möchte ich sagen. Ich war sehr erfolgreich damit am Samstag. Okay. Rico und ich haben es ja richtig durchgezogen. Wir haben ja nach jedem Tor getauscht. Okay. Muss ich nochmal mit Victor sprechen, wo ich denn Samstag spielen darf oder muss. Ich habe ja mehr Bock vorne zu spielen. Auch schon. Also mir hat das richtig Spaß gemacht mit diesem Tauschen. Ja. Das war keine Regel, ne? Aber Rico und ich haben da sehr gut tatsächlich irgendwie so performt. Und Stupser sind ja auch, sage ich mal, beliebt. Siehst du? Da wollte Marius jetzt den Feldpass auf jeden Fall. Janis, hat es Spaß gemacht, gegen euch zu spielen. Ja, stimmt. Da hatten wir auch sehr lustige Spiele auf jeden Fall mit Janis und Sina. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Also, die kommt immer raus. Ja. Marius ist auch völlig fassungslos. Ist er so nicht gewohnt. Ist natürlich Wasser auf die Mühlen bei Jing Jing, Marina. Fühlt man sich natürlich noch ein bisschen wohler. 2-2. Oh. Was? Nee, das halte ich jetzt für nicht ganz Warum? So sinnvoll. Aber Jing Jing hat echt schon eine gute Quote gehalten, fand ich. Und ja, aber gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt wegen Halb war oder wegen Fünferreihenblock. Aber das, den Wechsel habe ich nicht ganz. Ja. Na, der Ball rollt sich wahrscheinlich noch ein bisschen. Ivo will meine Kanalbohne rennen. Sehr gut. Oh, was macht Marius da? Den Propeller oder was macht er da? Alter! Oh, da geht's. Hast du auch wieder Punkte gesetzt? Ich habe diesmal keine Punkte gesetzt. Vergessen. Ich glaube, beim Finale setze ich dann wieder welche. All in. Wenn ich welche setze, dann immer all in. Echt? Ja. Okay. Ich muss mich erst wieder hocharbeiten. Ich hatte mal, glaube ich, über 50.000 oder so und dann... Du bist halt einfach zu oft jetzt hier oben. Das wird sich nicht ändern. Dann, ja. Ich könnte einfach mein Handy die ganze Zeit laufen lassen. Dann würden ja welche dazukommen. So, ich bin gespannt, ob der Magic Boy hier wieder auf die 3 von Ivo geht. Das macht sie echt richtig gut bisher. Diesmal geht er auf die 3 von Marius. Aber und war trotzdem eine gute Idee, fand ich, von Jing Jing, was sie da hatte. Und bleibt hält. Cool. Ja, Marius jetzt einfach mal stehen bleiben und reagieren, ist mal eine andere Taktik, die er jetzt gefahren ist.
Und der zweite Block jetzt schon. Er kann es doch noch. Warum er jetzt diesen Quatsch macht, weiß ich doch nicht so ganz genau. Spielt nur für dich. Ich möchte dich unterhalten. Noch einen kleinen Stupser vielleicht. Dann. Oh, und der war ein bisschen schräg abgerutscht, der Wechsler. Ein kleiner Wechsler. So. Damit haben wir ein richtig schönes Finale. Ein Oldschool-Finale haben wir. Oldschool-Finale, sagst du? Schon ein bisschen. Naja gut, Adi... Also man muss ja sagen, Adi spielt ja auch schon ganz schön lange. Den hat Rico ja noch mit Damir zusammen, als sie Junioren gespielt haben, mit zur Deutschen Meisterschaft und sowas genommen im Bus. Und da sind ja noch, ist ja noch der, Jugendarbeiter da oder Sozialarbeiter aus dem Schorsch mit Wer es nicht weiß, dass Schorsch ist ein Jugendzentrum in St. Georg. Genau, hier in Hamburg. Und genau, also das ist schon wirklich, also es ist über 10 Jahre her. Also Adi spielt auch schon wirklich lange. Ja. Also, ja. Ich möchte fast meinen, das sieht man. So. Ah, sehe ich doch, Quok hat seine Kanalpunkte auch gesetzt. Ich glaube so, er ist da gerade dabei. Er hat geguckt, noch mal kurz bei Adi abgefragt, wie so die Tagesform ist. Und dann werden die Kanalpunkte reingeworfen. Sind das schon, geht das schon in Richtung Wettabsprachen? Nein. Vielleicht hat er gesagt, komm, ich setze alles auf... auf die anderen und du lässt die gewinnen. Genau, und dann teilen wir uns die Punkte später. Ja. Ich weiß gar nicht, kann man Punkte hier hin und her schieben? Nein, ich glaube nicht. Das wäre mal ein cooles Feature, wenn man so Punkte verschenken könnte an andere. Vielleicht kann man das auch und wir wissen es nicht. Wir wissen es nur nicht, das kann natürlich sein. Aber eigentlich weiß der Chat sowas ja dann immer. Ja. Ah, Rico hat es jetzt auch mitgekriegt, dass... der Finale ist, der, oder ist der Tisch... Tisch ja, im Moment so ein bisschen immer das Scoring verdeckt, aber Arne und ich, wir sind hier ja eigentlich, finde ich, immer ganz gut dabei. Ja, jetzt bin ich wirklich auf die Fünferreihe gespannt. Ja, um Startplatz für die Kicks Open zu bekommen. So sieht's aus. Es ist tatsächlich so, die Kicks Open, also wer es noch nicht mitbekommen hat, wir sind auf Platz 30. Ja, also ich habe die Warteplätze noch nicht eingepflegt, weil bei Tifo einfach dieser Bug drin ist, dass man dann immer ganz nach unten rutscht, wenn man nachmeldet sozusagen. Ja. Und Ich hätte noch ein anderes Turnier, wo wahrscheinlich bald die Warteliste schon anfangen wird. Ist das das Richtige? Ja. Also, meldet euch fürs Masters auf St. Pauli an. Genau, 2 Monate noch. Und dann geht's hier wieder ab, ne? Also erst die Bundesliga jetzt in 2,5 Wochen. Ja. Dann ich war ja tatsächlich skeptisch. Ich dachte so, wenn alle schon für die Bundesliga im März hierher kommen, vielleicht... Das Masters nur so einen Monat danach, vielleicht gar nicht so geil, aber die Leute haben wieder richtig Bock auf Turniere zu fahren scheinbar. Ja, und es ist halt auch das Masters, ne? Also beim Masters ist es ja auch, finde ich tatsächlich immer so ein bisschen so, dann locken natürlich auch die Punkte, Preisgeld gibt es ja glaube ich auch immer, wird genau, ja auch immer ausgeschüttet und mit so einem Masters hast du ja auch ein Ticket, nee, bei der WS hast du ein Ticket für die WM. Wenn beim Masters? Nicht. Nicht. Also du kannst dich ja über die Weltrangliste genau, theoretisch auch für die WM qualifizieren. Aber dafür
musst du, glaube ich, in den Top 8 sein oder den Top 16. Das aber dafür musst ja du halt gute Platzierungen bei Masters machen. Aber es ist möglich. Also wenn du viele Masters halbwegs gut abschneidest, ja, dann hast du eine Chance, dich darüber für die WM zu qualifizieren. Ja. Genau, so sieht es aus. Ah, noch Finale im Overlay einstellen und dann haben wir hier die Vorbereitung aus der Box abgeschlossen. Ja, cool, ne? Also 20 vor 12. Wie sieht's aus? Alle drei Finale laufen jetzt parallel tatsächlich. Richtig cool. Ja. Könnt ihr fast überlegen, ob man die Finals nicht nacheinander auf Tisch einspielt. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, sagst du. Na gut. Also Arne, vielleicht ist heute das erste Mal, dass wir hier vor 12 Uhr den Feierabendknopf... Ja. Leute, setzt eure Kanalpunkte. So sieht's aus. Endlich versteht's jemand, worum es hier geht. Das haben Kanalpunkte, erst drei Leute. Leute gesetzt. Ja. Vielleicht... Ich weiß nicht, warum das passiert ist mir vorhin auch. Ich sagte, dass der Computer hat manchmal ein Eigenleben hier. Okay. Ja, es gibt auch, es gab natürlich letztes Jahr ein Masters mit WM-Startplatz. Ich glaube, so ein Turnier gibt es dieses Jahr auch wieder. Ach, diese Road-2-Turniere, ja, die sind ja genau nach dem Masters in Hamburg eingeführt worden. Mal gucken. So, Finale. Du hast... keine Punkte gesetzt bisher. Nee. Aber ja, was soll ich jetzt... Ich weiß nicht, was es ist. Kann ich dir nicht sagen. Aber gut. Wir gucken mal. 1:0 Führung jetzt hier. Ah, guck mal, da hat Rico das wieder akkurat ausgerichtet. Ja. Gibt es da Markierungen auf dem Boden oder macht er das so nach Gefühl? Ich glaube, Rico hat das im Gefühl tatsächlich. Ein guter Rico hat das im Gefühl. Ja, über die Puppe, über die Bande und rein. Wer gewinnt denn das? Bin gespannt. Also ich hoffe ja, dass wir im dritten Satz gehen und ein möglichst spannendes Finale sehen. Und also ich gönn's beiden Teams, für Adi und Krutzki, wäre das dann das Double oder das Triple schon? Ich glaube das Double. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Und Marius und Knut waren ja letzte Woche, glaube ich, auch ziemlich gut dabei und sind dann ja... Ich glaube, Marius oder? War letzte Woche gar nicht da. Oder vorletzte Woche waren die sehr gut dabei und dann sind die ja ausgeschieden gegen... Oh, das war so ein bisschen ärgerlich, glaube ich, auch. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das von hier gesehen habe. Kleine Zusatzwette. Björn schießt 4 Tore, davon 1 ins eigene. Das auf jeden Fall halte ich mit dem ein. Ah, da wird es uns schon im Chat mitgeteilt. Sie haben gegen Daniel und Tobi, genau. Tobias Janning und Daniel Pöche oder Blöche verloren. Es steht schon 2. Genau. Oh, auf den Pass hat Adi anscheinend ein bisschen gelauert. Ja. Aus der Not einfach mal das Tor geschossen. Damit steht es jetzt 3-1 und es waren so 2 glückliche Dinger für die beiden. Gucken. Tribüne für ein Finale irgendwie. Ja, heute ist aber, sind auch tatsächlich schon einige nach Hause gegangen. Also man muss ja sagen, von 11 Tischen sind immer noch 8 Tische im Keks belegt. Aber
Dachte gerade, jetzt fängt er an, TikTok zu spielen. Ich war auch gerade ein bisschen irritiert und dachte, ist Marius heute bei Samstag? 4:1. Also 4:2 schon, tatsächlich. Oh, schon wieder ein Tor verpasst. Absoluter Skandal. Ich hätte so gern mehr Statistiken, ne? Wie viele Mido-Spiele haben die beiden Doppel wohl schon gegeneinander gemacht? Ja. Wahrscheinlich noch nicht so viele, weil Björn und Adrian noch nicht so... Aber... Alter. Wie oft hat Adrian schon gegen das Doppel gespielt mit irgendeinem anderen Tod? Ja. Hunderte Male wahrscheinlich. Also das passiert ja... Früher waren ja Marius und Kutzki ein festes Doppel. Ja, KMH, so liebevoll genannt. Hatten ja hier auch so einen kleinen Tacho drauf, ne, mit so einer kleinen Nadel. Hatten sie? Die hat so ein Partnershirt fürs P4P. Ganz süß. Erinnere ich mich immer gerne dran. Erzähle ich auch immer gerne. Ja, ne? Da bleiben die Beinchen beieinander und Anni will da durch, ne? Macht Knut gut. Ja. Aber da fängt Björn dann auch an, jetzt ein bisschen mehr zu arbeiten. Weil er merkt, sonst wird das richtig schwer. So, aber Adis Magic hat jetzt hier eingesetzt. Zumindest auf der Fünferreihe. Ja. So einen schnellen Schuss gegen Knut, das funktioniert halt einfach nicht. Oder in den seltensten Fällen, glaube ich. Stark. Ja. Boah, auch der war geile echt Lücke. Schick. Ja. Ja, Marius ist auf jeden Fall auch heiß auf die Bundesliga. Der hat Bock. Ja, und für die Hamburger Teams, ich meine, wie viele Teams spielen in der Bundesliga, ist halt einfach echt viel. Ist natürlich, ich glaube, weiß ich nicht, 7 Teams oder so müssen sich nicht auf die Reise machen. Jo. Ist natürlich auch mal ganz nice. Jo. Da macht Kutzki aber auch eine sehr gute Deckung. Sieht alles ziemlich auf aus. Und schüttelt er nur den Kopf so, nein, mein lieber Freund. Hallo. Hast du schon vergessen, dass wir sehr lange in Doppel waren und ich weiß, wie du tickst? Stark. So. Ja. Ja. Es ist natürlich richtig schön, dass man da nicht reisen muss für die Bulli. Aber so ein Teamwochenende ist ja auch immer ganz schön. Auf jeden Fall. Was dann so ein bisschen wegfällt, so gemeinsam. Ich sag gemeinsam mal so, wir haben dann hier eine sehr lange Anreise. Nach Trier noch und nach Bad Neustadt. Da kann man ja schon einen Tag vorher losfahren eigentlich. Ja. Ah. Starke Lücken, die er da bedient heute. Ja. Und auch Lücken, die er sonst nicht so, also normalerweise werden die Leute erstmal auf den Ecken auseinandergeschossen, aber er weiß auch, dass er das gegen Björn wahrscheinlich gar nicht erst versuchen braucht. Alter, 4:1. Ja. Kann Adi halt nicht so mitgehen beim... Das ist schon der Matchball. Druck aufbauen und dann gibt es noch eine Außenpüble obendrauf und dann ist es ein sehr, sehr schnelles 13-Minuten-Finale. Also, wir haben ich so heute nicht kommen sehen. Nee, das habe ich auch so nicht kommen sehen, tatsächlich. Ja, krasse Geschichte jetzt hier und ich muss sagen, mit so einem schnellen Ausgang habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Nee. 50-50. Die war auf beide Teams ungefähr 12.500 Punkte. Krass. Ja, wart ihr euch auch uneinig? Wir waren ja hier oben auch so ein bisschen hin und her gerissen. Ja. Ja. Aber Marius und Knut haben es geregelt.
Würde ich auch sagen. Da sind irgendwie Adi und Kurz gar nicht in das Spiel so richtig reingekommen. Ja. Ja gut, was bleibt uns noch zu sagen? Ich mache uns hier nochmal ganz kurz groß, Arne. Ne? Wir sehen Adrian, nee, nicht Adrian und Krutzki, wir sehen Marius und Knut beim Landkern Cup. Genau, so sieht's aus, haben sich jetzt qualifiziert dafür, genau. Und ja, was soll man sagen? Die Kickswoche, die geht weiter. Morgen, kleine Side-Info, der komplette Keller ist vermietet. Und es sind 9 oder 10 Ligaspiele hier. Okay, also wer wird eng. Oben sind 11 Tische, also 2 sind frei. Genau, also es gibt auch die Möglichkeit, sich einen Tisch zu reservieren, oder? Ja, aber morgen nicht. Morgen nicht, weil genau. Die Ligaspiele sind okay. Genau, also morgen, sage ich mal so, wird es sehr, 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 sehr voll hier im Kicks. Also wer vielleicht ein bisschen später kommen mag, ich denke mal so ab 10, 11 gibt es dann wieder freie Tische. Ansonsten gibt es morgen natürlich viele Spiele zum Zugucken. Ja, am Freitag findet unser No-Pro statt. Und am Samstag unser Pulle-Pin- und Pull-Show-Turnier. Jede Frau, jeder Mann ist herzlich willkommen. Jet ist nicht willkommen, Fairplay natürlich und kein Material. Dafür gibt es im Startgeld ein Kicksbier inklusive oder ein alkoholfreies Pale Ale oder Wasser. Genau, so sieht's aus. Also ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Arne, dass bitte, du das hier so fleißig machst. Und ja, vielleicht sehen wir uns nächste Woche oder auch nicht. Mich leider nicht, auf jeden Fall nicht. Genau, Arne ist auf jeden Fall nicht dabei. Ich guck mal, wie es so passt. Und sonst? Und, genau. Rico und Mathis vielleicht. Genau, Rico und Mathis, die Maschinen können natürlich hier auch mal ein bisschen Action machen. Das ist natürlich auch ganz schön. Also, dann bleibt uns nur noch, euch einen schönen Abend zu wünschen. Wir sehen uns vielleicht nächste Woche und habt eine schöne Kickerwoche und bis bald hier im Kicks. Tschüssi. Ciao, ciao.